Okay. Auf der Plätze. Also, Tanze. Zeit ist eine Illusion, da habe ich schon gewusst. Trotzdem wollen wir rechtzeitig beginnen. Weil wir heute um 21 Uhr pünktlich den Raum räumen müssen, weil wir eine andere Veranstaltung stattfinden. Herzlich willkommen zu unserem Coaching-Clubabend im Mai. Und heute ist eine Premiere. Es ist nämlich zum allerersten Mal im Coaching-Club Freiburg der Fall, dass ein Referent zum zweiten Mal da ist, weil er das letzte Mal so begeistert hat. Es ist jetzt fast 3 Jahre her, dass ich den Coaching-Club gegründet habe. Intention dabei war, dass ich Menschen verbinden wollte, die Spaß daran haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und einfach so aus mir heraus mit dem Spruch, tue etwas, was du liebst, nur deshalb, weil du es liebst. Also mich einfach mit den Dingen zu beschäftigen, die mir im Leben wichtig sind. Und was noch dazu kommt, ist, dass für mich, dass ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, nur noch die Dinge in meinem Leben zu tun, mit denen, wo ich mit meinem kompletten Herzen dabei bin. Halbherzigkeit hat für mich keine Chance. Das heißt, ich mache nur noch die Dinge, wo ich weiß, ich bin entweder 100% dabei oder ich lasse es bleiben. Und der Coaching-Club gehört hier mit dazu. Und was mich besonders freut, ist, dass er sich jetzt tatsächlich, herzlich willkommen, hereinspaziert, dass er sich tatsächlich inzwischen zu einem Perpetuum mobile entwickelt hat. Also wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute hier inzwischen zusammen versammelt sind und wie viele hier sitzen, und wenn ich an unseren ersten Abend zurückkehre, dann sind wir ja zu viert gesessen, also ganz klein, hier vorne im kleinen Kreis. Das freut mich natürlich sehr, wenn ich es geschafft habe oder auch wenn die Gruppe es geschafft hat, sich gegenseitig damit anzustecken. Vielleicht habt ihr den Spruch schon mal gehört von dem Fritz B. Simon, Systemtheoretiker, der sagt, alles verändert sich, außer irgendwer oder irgendwas sorgt dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Das heißt, die Kraft aufzuwenden dafür, dass wir so bleiben, wie sie sind, eigentlich viel größer, als dafür zu sorgen, die Veränderung für sich zu nutzen. Und um das Thema Veränderung geht es auch heute Abend, nämlich um das Thema Veränderung, wie ich die gesund gestalten kann in Bezug auf Körper und Psyche. Deshalb möchte ich euch bitten, mit mir gemeinsam unseren Referenten zu begrüßen. Das ist Philipp Anfehl. Er ist Diplompsychologe, Heilpraktiker Psychotherapie, hat seine Praxis hier in Freiburg. Vielleicht habt ihr auch genau über ihn von diesem Abend hier erfahren. Ich gehe mal davon aus, die Gesichter, die ich jetzt noch mitkenne, sind vielleicht über den Philipp hier hergekommen, habe hierher gefunden. Er hat eine ganz, ganz besondere Art, mit Menschen umzugehen und Menschen in ihren Veränderungsprozessen zu unterstützen. Da habe ich selber schon die Erfahrung machen dürfen. Und deswegen freue ich mich jetzt riesig auf diesen Abend hier und darauf, was uns heute erwartet. Herzlich willkommen für den Herzlichen. Ja, danke. Ja, danke für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Kurze Frage vorab. Wer war beim letzten Mal nicht hier? Für wen? Nee, wer war beim letzten Mal nicht hier? Wer kennt noch gar nichts von mir? Ich werde eine ganz kleine Einführung gleich machen, weil ich im Grunde eine Fortsetzung mache vom letzten Vortrag. Und es ist ganz gut, glaube ich, ein paar Grundlagen zu hören vorher. Das mache ich ganz kurz gleich. Organisatorisches vorab. Wir haben eine Kamera laufen, die mich filmt, eigentlich nur mich, aber die Ecken hier vorne, also ihr, die hier vorne sitzt, ihr seid aber gar nicht mit drauf, nur dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr das doof findet, habt ihr jetzt gleich die Möglichkeit, noch auf Open zu setzen. Diesen Film möchte ich auf YouTube einstellen, genauso wie den anderen auch, die einige von euch gesehen haben, auf meinem eigenen Kanal, ansonsten werde ich damit nichts machen. Also auch zum später nochmal angucken. Kommt auf YouTube, ich denke, wir werden den Link wieder umschicken für alle, die bei dieser Welle gemeldet sind, mit ihrer E-Mail-Adresse. Genau, wir haben bis 21 Uhr Zeit, also wir sollen ein bisschen vorher, wir sollen ein bisschen früher, wenn wir dann raus sind. Also gute 2 Stunden von jetzt, und die möchte ich so einplanen,
Plan, diese 2 Stunden, dass ich etwa 1 Stunde spreche, damit wir irgendwie im Thema drin sind. Dann machen wir eine kleine Pause, so was trinken gehen, mal auf die Toilette gehen und so. Und dann möchte ich danach die zweite Hälfte, also 3/4 Stunde, nutzen für Fragen. Das, was immer an Fragen entstanden ist durch das, was ich erzählt habe, dass ihr das fragen könnt, und ich spreche dann gern weiter. Und ihr könnt auch gern sagen, wir hätten gern mehr zu dem Thema. Und deshalb werde ich in der ersten Stunde relativ zügig durchgehen. Ich werde relativ viel machen, viel Verschiedenes, also quasi Spotlights auf verschiedene Themen werfen. Und ihr sucht euch dann am Ende aus, worüber ihr mehr hören wollt. Und wenn wir merken, wir reichen, das reicht nicht, dann können wir auch sicherlich in diesem Jahr irgendwann oder im nächsten Jahr nochmal einen Termin machen mit den Themen, wo ihr gern mehr zu hören wolltet. Von mir aus könnte ich ein ganzes Wochenende sprechen über die Themen, also daran wird es nicht scheitern. Ich versuche quasi so viel wie möglich in die kurze Zeit zu kriegen, sodass ihr euch was aussuchen könnt. Das ist die Idee des Abends. Also nicht wundern, wenn es zwischendurch mal relativ schnell geht und ich Sachen relativ kurz abhandle. Mir ist klar, dass es dazu mehr zu sagen gibt. Ja, und wenn es Verständnisfragen gibt zwischendurch, wenn ihr merkt, ihr kommt überhaupt nicht mit oder ich sage irgendwas, was ihr überhaupt nicht versteht, irgendwelche Worte benutzt, meldet euch einfach. Sagt einfach, verstehe ich nicht. Also ist kein Problem. Alles andere machen wir dann im zweiten Teil. Ja, was ich vorhabe ist, ich möchte heute darüber sprechen, wie ich Veränderungsprozesse sehe, wie wir Veränderungsprozesse von Menschen auf eine Weise sehen können und begleiten können, dass sie auf eine gesunde und ganzheitliche Weise stattfinden. Und ich werde viele Sachen ansprechen, die ein Beispiel dafür sind, wie wir das nicht tun. Also wie wir es gewohnt sind, gerade mit Veränderungsprozessen, die unsere Psyche angehen oder unser eigenes Leben angehen, eine Vorgehensweise uns angewöhnt haben in unserem westlichen Denken, die nicht organisch ist und die uns eigentlich gar nicht hilft, die eigentlich eher gegen unser Naturell geht. Und darüber werde ich sprechen. Und ich möchte in 3 Teilen vorgehen. Ich werde das Ganze in 3 Teile gliedern. Ich möchte am Anfang erstmal die Situation darstellen, wie sie ist, in der wir uns befinden, in unserer westlichen Kultur. Vor allen Dingen im Blick auf die sogenannte Psychotherapie oder das, was wir als Psychotherapie bezeichnen, wie sich die entwickelt hat in den letzten etwa 120 Jahren. Und möchte dann von dem Teil aus darstellen, wie eine neue Art von Therapie, Coaching oder auch Führung von Menschen aussehen kann, die einer anderen Logik folgt, nämlich einer sogenannten Prozesslogik. Was das ist, werde ich dann beschreiben. Und im 3. Teil möchte ich dann ein paar Beispiele, konkrete Beispiele durchgehen, was das für uns konkret bedeutet, wie wir das umsetzen können. Ja, es gibt so ein paar Themen, die wir in der Welt, in der wir leben, für uns persönlich anpacken können, um mehr in diese Prozesslogik zu kommen und uns zu schützen davor, in eine Logik zu kommen, die uns mehr schadet, als uns hilft. Das ist der 3. Teil. Und dann machen wir eine Pause und dann kommen wir zu euren Fragen. Gut. Ich mache eine ganz kurze Wiederholung vom letzten Vortrag. Für die, die schon da waren, das ist einfach eine Wiederholung zum nochmal hören, was so die Bausteine sind von meiner Arbeit. Und für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, ihr hört jetzt einfach nur quasi im Schnellverfahren mal das Allerwichtigste von meiner Arbeit. Meine Arbeit beruht grundsätzlich auf dem Wissen darüber, dass unser Gehirn aus 3 Ebenen besteht. Unser Gehirn baut sich auf und entwickelt sich in 3 Ebenen. Die seht ihr hier, das gleiche seht ihr auf dem Poster, könnt ihr nachher mal in Ruhe euch angucken oder zwischendurch drauf gucken, wenn ich darauf verweise. Die unterste Ebene ist die Stammhirnebene, das ist die Ebene, die mit dem Körper verbunden ist. Die entwickelt sich vor allen Dingen vor der Geburt und so in den ersten Wochen, Monaten nach der Geburt. Dann ist die im Grunde kodiert. Dann hat die gelernt, wie das Leben funktioniert und funktioniert eigentlich immer weiter in diesem Modus. Das Stammhirn haben wir nun gemeinsam mit den Reptilien. Wir haben das auch immer als Reptilienhirn genannt. Die 2. Ebene ist das limbische System. Das ist das Mittelhirn. Das funktioniert auf der Basis von Emotionen. Emotionen sind wichtig, wenn Rudeltiere interagieren wollen. Also wenn ich ein Rudel oder ein Herdentier habe, um in der Herde zu funktionieren, braucht Emotionen. Emotionen regulieren uns untereinander. Ja? Also Wut heißt, ich will mich abgrenzen, das ist mir zu nah.
Freude heißt, ich freue mich über was und signalisiere es den anderen und so weiter. Also unsere Emotionen sind vor allen Dingen Signale für uns und andere in der Herde, wie wir miteinander uns regulieren können. Ja. Und der Neokortex, die weitaus komplexeste Teil unseres Gehirns, entwickelt sich dann erst danach aus den unteren Strukturen und der ist dafür zuständig, dass wir denken können, dass wir sprechen können, dass wir Pläne machen können, über die Zukunft nachdenken können, uns an die Vergangenheit erinnern können. Also all die Dinge, die wir täglich tun, das ist Neokortex. Und diese drei Ebenen sind deshalb wichtig, weil sie in den meisten Veränderungsansätzen nur separat bearbeitet werden. Wir fangen entweder, wir arbeiten nur von Neokortex oder Sprache oder Planung. Manche gehen nur auf Emotionen und sagen, Emotionen sind die Lösung, aber die sind es nicht. Und wenn wir dann irgendwie Schmerzen haben auf der Körperebene, gehen wir zum Arzt und wir arbeiten nur mit dem Körper, also nur mit dem autonomen Nervensystem, mit dem Stammhirn und so weiter. Und meine Arbeit besteht darin, diese drei Ebenen zu verbinden. Und die Trennung der Ebenen ist das, was wir Stress nennen. Wenn wir im Stress sind, ist das immer ein Zeichen dafür, dass diese Ebenen nicht mehr miteinander interagieren. Okay? Das so in aller Kürze. Dann habe ich darüber gesprochen, dass wir Menschen zwei Grundbedürfnisse haben, die uns steuern und regulieren, und zwar auch schon vor der Geburt. Und das ist das Bedürfnis nach Würde und Integrität. Ich benutze gerne das Wort Integrität, weil es ein bisschen treffender ist. Integrität heißt, ich will unversehrt bleiben, ich möchte nicht verletzt werden, ich möchte ganz bleiben. Wenn ich mich schneide in der Haut, ist meine Integrität körperlich verletzt. Genauso gut kann meine Integrität aber auch verletzt werden, wenn ich einen Teil von mir, der zu mir gehört, blockiere innerlich oder verneine oder so tun muss, als hätte ich den nicht. Manche Leute blockieren ihre Wut. Die sagen, ich habe keine Wut, ich bin nie wütend. Dann fehlt ein Teil der Integrität, nämlich der Teil, der wütend sein kann. Das zweite Bedürfnis ist Wechselseitigkeit oder Kontakt. Kontakt bedeutet, dass ich brauche die Interaktion mit anderen, vor allem mit anderen Menschen, um mich selber überhaupt wahrnehmen zu können. Kleinkinder als Babys lernen wir uns selber dadurch kennen, dass wir eine bestimmte Interaktion mit unseren Eltern haben. Dadurch lernen wir uns selber spüren und wahrnehmen. Diese beiden Grundbedürfnisse sind im Grunde die einzigen, die wir haben. Alles andere ergibt sich daraus. Das Problem oder Probleme im Leben entstehen immer dann, wenn eins davon frustriert wird oder wir mit eins von beiden nicht mehr erfüllen können. Ja? Zum Beispiel, ich kann zwar meine Wut spüren, aber ich kann meine Wut nicht im Kontakt zeigen. Ja? Immer wenn ich sie im Kontakt zeige, dreht sich der andere weg und ich verliere den Kontakt. Dann lerne ich, ich habe zwar Wut in mir, aber ich kann sie nicht zeigen. Ja? Dann habe ich zwar die Integrität behalten, aber mir fehlt der Kontakt. Umgekehrt kann es passieren, dass ich merke, wenn ich mich anpasse an andere, dann bleibe ich in Kontakt. Ja? Ich bin immer brav, immer nett, ja? Bin immer das nette Kind. Ja? Dann bin ich in Kontakt, aber ich verneine eventuell Teile von mir, die nicht nett sind. Ja? Die aggressiv sind, wild, einen eigenen Willen haben und so weiter. Ja? Dann haben wir den Kontakt behalten, aber wir haben die Würde verloren, wir haben die Integrität verloren. Und eigentlich lassen sich fast alle menschlichen Konflikte, die wir erleben, zurückführen auf diesen Grundkonflikt, nämlich die Integrität zu behalten und wir selbst zu sein und damit voll und ganz in Kontakt. Okay? Das zu lernen ist menschliche Entwicklung. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, jetzt keine Folie mehr zu, aber das sage ich einfach so. Dann habe ich darüber gesprochen, dass ich unsere Fähigkeiten, die wir jetzt als Erwachsene haben, in unserer Kindheit stufenweise entwickeln. Wir lernen erst über unseren Körper uns zu regulieren, dann lernen wir unsere Emotionen zu regulieren und später erst lernen wir über Sprache und Denken, über Kommunikation mit anderen Menschen in Kontakt zu sein und dann in einer Gruppe in Kontakt zu sein. Das lernen wir immer erst so, wenn wir so 6, 7 Jahre alt werden, wenn wir in die Schule gehen. Und diese Stufen bauen aufeinander auf. Und dieses Aufeinanderaufbauen ist sehr wichtig, weil häufig, wenn uns etwas fehlt als Erwachsener, zum Beispiel wenn wir uns in Gruppen nicht wohlfühlen, das falsche Entschuldigung, noch nicht, das müssen wir das ernst haben. Das Problem ist, dass wir häufig Grundkompetenzen nicht gelernt haben in der frühen Kindheit, die uns dann später fehlen, aber wir wissen nicht, dass es die Grundkompetenz ist, die uns fehlt, sondern wir merken nur, dass wir irgendwas nicht können. Beispiel,
gehe in eine Gruppe und kann mich in der Gruppe, zum Beispiel habe ich Angst davor, laut zu sprechen in einer Gruppe. Jetzt kann ich ein Coaching machen und lernen, laut zu sprechen, aber die Frage wäre ja, warum fällt mir das schwer? Vielleicht habe ich bereits als Kind sehr früh schon gelernt, dass immer wenn ich laut wurde, ich den Kontakt zu jemand anderem verliere. Das hat in der Gruppe gar nichts zu tun. Die Fähigkeit, in der Gruppe laut zu sprechen, baut darauf auf, dass ich überhaupt laut sprechen kann in Kontakt mit anderen. Oder die Fähigkeit, Nein zu sagen. Mein Chef kommt bei der Arbeit rein und sagt, hier, ich habe noch eine Aufgabe für Sie, dauert ein bisschen länger, können Sie heute Abend 2 Stunden länger bleiben. Kann ich dann Nein sagen? Das beruht auf der Fähigkeit, die ich als ganz kleines Baby schon gelernt habe, nämlich wenn irgendwas passiert ist, was ich nicht wollte, mich davon wegdrehen zu können. Ja, Babys machen dann einfach nur diese Bewegung. Die können das nicht sagen. Wenn ich diese Körperbewegung aus irgendeinem Grunde nicht genug lernen konnte, nicht positive Erfahrungen damit machen konnte, dann kann ich auch später in meiner Entwicklung nicht Nein sagen, weil mir die Basis dazu fehlt. Das heißt, wir entwickeln uns stufenweise und bauen über den Körper unsere psychischen Kompetenzen auf. Und ich würde mal so sagen, Pi mal Daumen, alle unsere psychischen Kompetenzen. Alles, was wir jetzt mental machen, was wir denken, was wir glauben, was wir fühlen, was wir wahrnehmen, das sind alles Dinge, die wir über den Körper gelernt haben. Und das ist der Grund, warum der Körper in der Arbeit so wichtig ist. Okay, das war die Ultrakurs-Zusammenfassung von meinem ersten Vortrag. Und jetzt möchte ich, dass es hier weitergeht. Ja. Jetzt möchte ich kurz darüber sprechen, wie sich eigentlich unser heutiger Ansatz, wenn es um Therapie geht oder Coaching, entwickelt hat. Kurze Frage, wer hier im Raum hatte schon mal Kontakt in irgendeiner Weise, entweder fachlich oder persönlich, mit therapeutischer Arbeit oder Coaching? In irgendeiner Weise, in irgendeiner Form. In einer Gruppengebiet, in der Arbeit. Okay, also fast alle. Das heißt, die meisten von euch haben Erfahrung, wie das aussieht, wenn man sagt, ich gehe zu einer Therapie oder ich gehe in ein Coaching. Ja, ein Bild, wie das ungefähr aussieht. Die Anfänge davon, ich nenne das mal die erste Welle, hat so angefangen etwa am Anfang des letzten Jahrhunderts, um 1900 herum. Ihr alle kennt den Namen Sigmund Freud. Das ist so der bekannteste davon, aber nicht der einzige, der aus der Medizin gekommen ist und die festgestellt haben, es gibt gewisse Störungen, die können wir nicht rein medizinisch behandeln. Und da ist es gut, mit den Leuten zu reden. Da ist es gut, zu sprechen. Der Ansatz kommt aber nach wie vor aus der Idee, ein Patient geht zu einem Fachmann und lässt sich von dem Fachmann in irgendeiner Weise behandeln. Man weiß nicht genau, was da passiert, aber es ist eine Behandlung und dann ist es wieder gut. Ja? Also da ist die Grundidee ist, da ist was kaputt und dann geht man da zum Fachmann und dann, wenn man Glück hat, wird es repariert und dann ist es wieder gut. Diese erste Welle hat die Idee, dass es im Grunde top-down der Fachmann den Patienten von außen behandelt. Ja? Der macht was mit ihm. Ja? Freud hat viel mit Hypnose gearbeitet, das war auch noch ziemlich en vogue, dass man irgendwo einen Hypnotiseur hat, der einen hypnotisiert. Das heißt, der macht das. Ja, oder er analysiert oder er interpretiert. Ja, was auch immer. Die Idee ist, der Fachmann macht es. Die zweite Welle entstand dann im Grunde wie eine Gegenbewegung dazu, so in den 50er, 60er Jahren, vor allem in Amerika, dass eine junge Generation von Therapeuten und Psychologiestudenten haben gesagt, wir wollen dieses autoritäre Ding nicht mehr. Wir wollen nicht mehr die Autorität, wir wollen nicht mehr der Fachmann, der uns das macht, wir wollen jemandem auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte doch jemanden treffen, der mich versteht, der mit mir zusammen fühlt, der mit mir zusammen da ist mit meinen Problemen. Und daraus entstand dann die humanistische Psychologie und die humanistische Psychotherapie. Und ein wichtiger Name ist Carl Rogers. Der hat die Gesprächspsychotherapie oder die klientenzentrierte Therapie begründet, mit der Grundvorstellung, dass der Therapeut für den Klienten oder den Patienten viel größere Hilfe ist, wenn er einfach mit ihm zusammen ist, mit ihm mitfühlt und ihm eine Menge Wertschätzung entgegenbringt und sagt, so wie du bist, bist du okay. Ja? Du bist wütend oder du hast dieses Problem oder du hast diese Angst, aber grundsätzlich ist das erstmal okay. Ja? Das heißt, in dem Fall hat der Therapeut versucht, mit dem Klienten so weit wie möglich auf Augenhöhe zu sein. Ja? Zwei Menschen, die sich begegnen, miteinander reden. Und daraus sind eine Menge Zweige entstanden in der Therapie, also Encounter-Gruppen entstanden, Selbsthilfegruppen, wo man einfach sagt, wir bilden einen Raum, in dem es möglich ist, sich selber zu erkunden, sich selber zu erfahren. Ja? Da ist kein Fachmann mehr, der sagt, ja, Sie haben das und das geträumt, Sie haben jetzt
vielleicht ein Oedipus-Komplex, da müssen wir jetzt mal gucken, was sie als Kind erfahren haben, und ich mache das für sie, ja, ich leite sie da durch. Sondern die Leute haben angefangen, sich selber zu erkunden in Gruppe, in Kontakt. Ich habe das mal versucht, grafisch hier aufzuzeichnen. Die Idee ist, dass diese Wellen zwar ihre Hochzeit hatten, aber sind noch nicht weg. Also wir haben heute in der Therapie, vor allem in der Psychiatrie, immer noch die erste Welle. Und zwar ziemlich unbeeinflusst von der zweiten Welle. Das heißt, wir haben immer noch eine Generation von Therapeuten und Psychiatern, die im Grunde noch mit dem Mindset der ersten Welle arbeiten. Und mit der Idee, kommt ein Patient, der muss behandelt werden. Heutzutage hat man Psychopharmaka, man arbeitet nicht mehr so mit so Elektroschocks und sowas, wie in den 40er, 50er Jahren, das ist nicht mehr so modern heutzutage, aber man hat Psychopharmaka. Die Idee ist, da stimmt was nicht im Gehirn, aber wir können es reparieren. Ja. Die zweite Welle ist eher das, was wir heute als Psychotherapie kennen. Das sind Psychotherapeuten, die keine Psychoanalyse machen, sondern sich mit ihren Klienten zusammensetzen mit der Idee, sie schaffen einen Raum, in dem der Klient sich selber erfahren kann, sich selber erleben kann und sich selber regulieren lernt. Und jetzt gibt es aber seit einigen Jahren, würde ich mal sagen, seit etwa 2000, gibt es den Ansatz einer neuen Welle. Und das ist das, worum es mir heute geht. Nämlich die sogenannte, das ist meine dritte Welle, das ist mein Begriff, ne? Die dritte Welle sind Therapien, die sind nicht mehr beziehungsorientiert, sondern die sind bewusstseinsorientiert und prozessorientiert. Hier geht es nicht mehr darum, dass wir eine gute Beziehung miteinander aufbauen und sagen, ja, die Beziehung heilt. Ja, oder wenn wir eine gute Beziehung haben, dann können die Wunden geheilt werden. Wir wissen mittlerweile, dass es nicht stimmt, Beziehung heilt nicht. Ich kann das nachher gerne nochmal genauer erklären. Das, was uns heilt, ist ein Prozess, der in uns drin stattfindet. Und die dritte Welle ist eine, die darauf guckt, wie können wir in einen Bewusstseinszustand kommen und in einen Prozess kommen, in dem Heilung wieder stattfinden kann. Also in dem sowohl Heilung als auch Entwicklung oder Wachstum stattfinden können. Da spielt der Therapeut gar nicht mehr so eine große Rolle. Ja? Er ist nicht mehr der Fachmann, der sagt, wo es lang geht. Er ist aber auch nicht mehr der Freund, mit dem man endlich mal offen reden kann. Ja? Oder der Vater oder die Mutter, die einem immer gefehlt hat. Sondern es wird plötzlich jemand, der Prozesse kennt und weiß, wie Prozesse laufen und den Prozess begleiten kann wie so ein Scout. Ja, wie so ein Bergscout, der weiß, wie man durch die Berge kommt und der geht vielleicht ein Stück mit oder weiß, wie man die Ausrüstung zusammenstellt. Aber letztlich muss der Klient den Weg selber gehen, muss den Berg selber hochklettern und muss den Berg selber wieder runterkommen. Das ist die Idee von der, meiner Sicht, der dritten Welle. Und das Entscheidende davon ist, dass diese dritte Welle seit etwa 10 Jahren, würde ich sagen, in der Gesamttherapie-Szene entdeckt, dass wir den Körper mit reinnehmen müssen. Den Körper gab es bisher gar nicht, in der ersten und zweiten Welle. In der ersten Welle gab es den Körper nur als medizinisches Objekt, in der zweiten Welle gibt es den Körper eigentlich gar nicht mehr. Man spricht einfach nur miteinander, aber das Wichtige sind die Gedanken und die Konzepte. Ja? Kognitive Verhaltenstherapie ist, das Wichtige ist, was du denkst. Ja? Und jetzt merkt man plötzlich, das ist gar nicht das Entscheidende, was wir denken. Das Entscheidende ist, was in unserem Nervensystem im Körper kodiert ist und was wir daraus machen. Okay? Das heißt, die dritte Welle ist eine bewusstseinsorientierte Körper-Psycho-Prozesslogik. Ist das kompliziert genug? Ja, okay, darum geht es. So, das Zweite, was ich mit diesen Wellen darstellen möchte, deswegen gehen die immer höher, ist, dass diese Wellen nur zu einem, oder diese Therapieansätze nur zu einem gewissen Grade fähig sind, überhaupt mit gewissen Störungen oder Problemen umzugehen. Die erste Welle mit Psychoanalyse und Verhaltenstherapie ist in einer Kultur entstanden, in der es vor allem darum ging, Rollenbilder in der Gesellschaft zu erfüllen und zu funktionieren. Ja? Da galt als Störung, wenn jemand nicht mehr so funktioniert, wie man sich das in der Gesellschaft vorgestellt hat. Ja? Wenn der Metzger nicht mehr so richtig Metzger sein konnte, oder der Anwalt nicht mehr so richtig Anwalt, ne? Oder die Mutter nicht so die Mutter, oder der Vater nicht so richtig Vater, das waren Rollenideen. Und wenn die nicht funktioniert haben, dann ist man zu jemandem hingegangen, der einem irgendwie die Rolle repariert hat. Okay? Ich mache das ein bisschen flapsig, aber im Grunde ist das die Idee. Gewisse Störungen, nämlich zum Beispiel frühe Traumatisierungen oder Störungen in der Beziehung, also wie man erlebt in der Beziehung, konnten damit gar nicht adressiert werden. Ja, dann war es mit dem Therapeuten was gut, aber dann ist man nach Hause gegangen und dann hatte man das Problem immer noch. Ja, weil man hat überhaupt nicht gelernt, eine andere Art von Beziehung aufzubauen, weil der Therapeut ja nicht mit einem in Beziehung gegangen ist. Der sitzt ja neben der Couch, tut er einen. Ja, mit dem redet man zwar, aber das ist irgendwie, man kann ihn gar nicht sehen.
Psychoanalytiker vermeiden den Augenkontakt. Das ist deren Logik, nicht in Beziehung zu gehen. Ja, in der zweiten Welle, Beziehung ist alles. Und jetzt kommt die dritte Welle, und in der dritten Welle können wir zum ersten Mal mit Störungen umgehen oder lernen, mit Störungen umzugehen, die in den ersten zwei Lebensjahren oder vor der Geburt passiert sind. Was mache ich mit jemandem, der als Säugling nicht genug positive Erfahrungen gemacht hat im Kontakt mit seinen Eltern, der im Grunde so früh schon in einer Situation war, in der bedroht zu sein, ja, durch Gewalt, oder allein gelassen zu sein, im Stich gelassen, zum Beispiel auch einfach Kinder, die im Brutkasten waren, noch drei Wochen lang nach der Geburt, was man nicht verhindern konnte. Wie arbeitet man damit? Mit dem Verstand? Der Verstand kommt da nicht dran, die können sich noch nicht mal daran erinnern. Mit den Gefühlen? Gefühle gibt es in dem Alter noch nicht. Was es in dem Alter gibt, sind Körperempfindungen. Ja, ich erlebe das alles nur über den Körper, über das Nervensystem. Ich muss also einen Weg finden, in der Therapie mit dem Nervensystem zu arbeiten, was komplett unterhalb der ersten und der zweiten Ebene ist. Also jenseits von Denken, jenseits von Erinnern, und also übers Denken, und jenseits von Gefühlen. Und das sind interessanterweise auch genau Störungen, die wir in unserer Gesellschaft heute mehr und mehr als Gesellschaftsnormalität erleben. Und das sind ganz knapp zusammengefasst die Tendenz zu narzisstischen Persönlichkeitsstilen, also nach Narzissmus analoge Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, Menschen, die sich innen leer fühlen, also die zu wenig Selbstgefühl aufgebaut haben über den Körper, aber nach außen hin gelernt haben, ein bestimmtes Image abzugeben und ganz viel Zeit und Energie daran investieren, ihr Image, was andere von ihnen sehen sollen, aufrechtzuerhalten. Das ist meine ganz klare Definition von Narzissmus. Ja? Das sind Menschen, die investieren ihre ganze Energie in die Außenwand, und dahinter ist oft genau das Gegenteil, nämlich ein unglaublicher Mangel an Selbstwertgefühl. Die zweite Störung, die wir heutzutage mehr als Normalität erleben, ist die sogenannten Borderline-analogen Persönlichkeitsstile. Borderline ist ein Begriff aus der Psychiatrie. Als Störung ist das immer dann, wenn Menschen im Grunde kein eigenes Selbst entwickeln konnten. Ja, die haben kein Selbstgefühl, sondern die können sich das Selbst, das Ich, was sie haben, nur simulieren über das Denken. Und was damit passiert ist, dass wir Menschen haben, die sozusagen mehr oder weniger gut simulieren können, dass sie mit jemandem in Kontakt treten, aber dabei kein eigenes Gefühl haben von ich bin in Kontakt. Was die meisten von uns hier, ich gehe mal davon aus für alle, selbstverständlich ist. Wir haben das Gefühl, ah ja, das bin ich, ich spüre das, bin ich. Das haben die nicht. Die haben kein Körper-Ich. Deswegen können die sich schneiden, ihr kennt das vielleicht so, ne? Ritzen nennen die das dann oder so. Die können sich schneiden und erleben das nicht als ich verletze mich, sondern die verletzen etwas, einen Körper. Weil ihr Ich ist im Kopf, aber nicht im Körper. Und das ist gruselig, wenn ihr mit so einem Jungen zu tun habt und ihr merkt plötzlich, ihr redet mit einer Person, die nicht im Körper ist. Die ist nicht wirklich da, die ist nicht so wie wir hier, sondern die denken sich nur ihr eigenes Selbst. Und wenn man ihr das, wenn das in Gefahr gerät, dieses Ich aus dem Denken, dann werden die psychotisch. Psychotisch heißt, die verlieren völlig den Kontakt zur Realität. Die wissen nicht mehr, was Realität ist und was Einbildung ist oder Fantasie. Warum das ist, kann ich später erklären, wenn euch das interessiert. Borderline ist Grenze, Grenzlinie. Und die sind immer auf der Grenze zum Psychotischen. Das sind zwei Störungen, Narzissmus und Borderline, die wir in unserer Gesellschaft, die mehr und mehr gesellschaftsprägend sind. Und wir haben mehr und mehr Menschen, die mit diesen Störungen in hohe Machtpositionen kommen und die Kultur und die Medienlandschaft und die Politik und die Wirtschaft stark prägen und beeinflussen, weil unsere Gesellschaft diese Leute nach oben spült, während die Leute, die das nicht haben, die kommen nicht so hoch oder wollen gar nicht auf diese Spitzenpositionen, weil es da oben irgendwie entsprechend pathologisch zugeht. Okay, wir können das später vertiefen, ich mache das nur ganz kurz. Das heißt, meine Idee ist auch, dass wir, die dritte Welle ist eine Reaktion aus der, ich sage es mal, aus der Welt des Heilens oder aus der Welt des Therapeutischen auf diese immer kranker werdende Gesellschaft. Wir brauchen eine Lösung, die zu unserer Gesellschaft passt. Und ich glaube, dass die gerade erst im Entstehen ist. Und das, was dazu notwendig ist, das ist das, worüber ich heute erst sprechen möchte.
Ganz kurz zu der Idee, über die ich gerade gesprochen habe, dass manche Menschen kein körperlicher Leben haben. Hier seht ihr eine Abbildung von unserer Entwicklung mit einem Zeitstrahl hier auf der rechten Seite. Wir entwickeln quasi wie so Schalen, die sich übereinander legen, ganz langsam verschiedene Ego-Schichten oder Ego-Strukturen. Der gelbe Kreis ganz unten drin, das ist das Limbic Body, das ist unser instinktives Ich. Das sind unsere Reflexe, unser Überlebensinstinkt. Der reagiert auch schon vor der Geburt. Es gibt einige Experimente zu. Es gibt in dem Embryo bereits einen Instinkt zu reagieren auf Reize, die lebensbedrohlich sind oder positiv sind. Das heißt, der Körper hat bereits ein grundelementares Gespür von, hier gibt es einen Körper, irgendwie der geschützt werden muss. Okay, das ist festes Angebot. Daraus entwickelt sich dann so nach der Geburt langsam das Körper-Ego. Das Körper-Ego ist das Verständnis unseres Nervensystems, dass es irgendwie diesen Körper hat und der hat Grenzen, der hat eine Haut als Grenze, die kann man berühren, ne? Der kann Hunger haben, der kann schreien, der kann strampeln und das Gefühl, dass ein Ich mit verbunden ist, dieses Ich strampel, ich schreie, ja, ich habe Hunger. Das entwickelt sich im Körper-Ego als reine Körperempfindung. Die Integrität oder die Würde darin ist, wenn es sich gesund entwickeln kann, dass ich innerhalb meiner Körpergrenzen komplett spüre, das bin ich. Also das da bin ich nicht, aber das hier, das bin ich. Okay, das ist Körper-Ego. Dann entwickelt sich so etwa ab dem zweiten, dritten Lebensjahr entwickelt sich das individuelle Ego. In manchen Therapien wird das Kind-Ich genannt. Mein inneres Kind, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das innere Kind ist der Teil in uns, der das Ich-Gefühl mit Gefühlen verbindet. Ich bin wütend. Das müssen wir lernen. Am Anfang ist es nur einfach, da ist Wut. Aber dieses, ich bin wütend, das gehört zu mir. Das müssen wir lernen. Unser Nervensystem muss lernen, dass das ein Teil von uns ist. Dadurch entwickelt sich ein individuelles Ego. Von dem aus können wir sprechen. Wenn das gut entwickelt ist, dann erleben wir Menschen, die das haben, als authentisch. Die sagen, der ist sehr authentisch, ich kann spüren, was der fühlt, der kann sagen, was er denkt, der kann sagen, was er fühlt, der kann sagen, was er spürt. Mit dem Ego gehen wir in Kontakt mit anderen Menschen über die Gefühlsebene. Das ist der Teil, der sagt, ich mag dich. Damit meinen wir nicht, ich mag dich so wie Schokoladeneis, sondern ich mag dich mit meinen Gefühlen. Das ist was anderes. So, als nächstes kommt das Rollenego. Das Rollenego entwickelt sich so ab dem vierten, fünften Lebensjahr ganz langsam, dass wir anfangen können, wir können unser individuelles Ego in verschiedene Rollen setzen. Zum Beispiel bin ich jetzt mit meinem individuellen Ego in der Rolle des Sprechers. Ich bin jetzt hier der Vortragende, eigentlich so. Das ist eine Rolle, die ich ausfülle. Ich kann aber nach Hause gehen und dann in eine andere Rolle sein. Ich kann in der Rolle von einem Freund sein, in der Rolle von einem Vater, in der Rolle von, ich kann bei der Freiwilligen Feuerwehr sein, dann bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr, bin ich in der Rolle des Feuerwehrmanns. Also ich kann in verschiedene Rollen gehen und die trennen. Vorausgesetzt, ich habe ein gesundes Rollenego. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich keine Rolle, dann bin ich immer der gleiche. Manche Menschen haben Schwierigkeiten und sagen, ja, bin ich jetzt authentisch, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Rolle bin als Nachrichtensprecher und jetzt, während ich die Nachrichten spreche, nicht in Tränen ausbreche, weil meine Großmutter gestern gestorben ist. Ja, dein Rollenego ist da richtig. Dein Rollenego ist du musst der Nachrichtensprecher sein. Aber dein individuelles Ego sagt, ich bin traurig. Und das managen zu können, braucht ein gesundes Rollenego. Als Nachrichtensprecher nicht weinen, zu Hause sein, als individuelles Ego weinen. Okay? Das heißt, das müssen wir innerlich trennen. So, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, also Borderline-Störung und Narzissmus-Störung, das sind Menschen, die haben im Grunde kaum Körper und individuelles Ego, weil die nicht genug positive Erfahrungen gemacht haben, wo sie sich selber spüren konnten, so, ich habe das Gefühl, ich habe meinen Körper, sondern die entwickeln ein Rollenego, weil sie das mit dem Kopf machen können. Das Rollenego ist das erste Ego, was wir simulieren können mit unseren Gedanken und unserem Neokortex. Okay? Das sind also Leute, die sind darauf angewiesen, immer eine Rolle spielen zu müssen. Die müssen immer eine Rolle haben, denn sonst bricht das ganze System zusammen und sie fallen auf ihr instinktives Ich zurück, weil die Zwischenschichten fehlen. Und damit das nicht passiert, spielen die immer eine Rolle. Das sind Menschen, wenn man denen begegnet, hat man das Gefühl, jetzt entspann dich mal, du musst nicht ständig irgendwie auf der Bühne stehen. Du musst nicht immer was präsentieren, du kannst einfach du selbst sein. Aber das können die eben nicht.
wenn die nicht wissen, was es bedeutet, ich selbst sein. Das haben die nie erfahren, nie gelernt. Bei den Rollenego hört es bei den meisten Leuten dann irgendwie auf. Die meisten Leute entwickeln Rollenego und dann wird es sehr schwammig. Und was wir in Therapie dann häufig entwickeln, ist zum ersten Mal in unserem Leben ist ein Beobachter-Ego, nämlich dass wir uns selber beobachten, dass wir sagen, ah, ich beobachte gerade, wie ich wütend werde. Also nicht nur ich bin wütend, sondern es gibt einen Teil in mir, der das beobachten kann, der nicht wütend ist. Einfach sehen, ah, ich werde wütend. Und das Beobachter-Ego ist dafür da, auch zu lernen, zu gucken, wie reagieren denn die anderen. Wenn ich wütend werde und auf den Tisch haue, was passiert denn bei den anderen? Und das Beobachter-Ego kann das sortieren und beobachten und sagen, naja, okay, jetzt soll ich nicht so laut sprechen. Dafür, für diese Art von Selbstkontrolle, brauchen wir ein Beobachter-Ego. Wenn man das eine Zeit lang entwickelt hat, dann kann so etwas wie ein Erwachsenen-Ego entstehen. Ja? Und ich sage das deshalb ein bisschen provokativ, weil die meisten Menschen tatsächlich nie so weit kommen. Ja? Die meisten Menschen, egal wie alt sie sind, kommen nicht so weit, ein stabiles, alles umfassendes Erwachsenen-Ego zu entwickeln. Das Erwachsenen-Ego ist das erste Ego, was alle anderen Ego-Strukturen umfassen kann und sich klar und ein Bewusstsein dafür haben kann, dass es mit all den Egos spielen kann und die frei einsetzen kann innerhalb der Gesellschaft von Menschen. Also ich kann mich selber positionieren in der Gesellschaft der anderen Menschen und ich kann alle meine Rollen, ich kann zwischen meinen anderen Egos wechseln. Ich kann ins Individuelle gehen, ich kann ins Rollen-Ego gehen und damit frei spielen. Das wäre ein gesundes, entwickeltes Erwachsenen-Ego. Ist eine ziemlich seltene Angelegenheit. Und wer sich für Spiritualität oder Esoterik interessiert, der weiß, dass es Traditionen gibt, in denen das noch darüber hinausgeht, nämlich ein transpersonales Ich zu entwickeln, nämlich ein Ich, was das Ich-Gefühl verbindet mit etwas, was über dieses Leben, über diesen Körper hinausgeht. Okay? Das heißt, auch darüber können wir sprechen. Ihr seht, das Wort Ego hat hier keine negative Bedeutung, also das ist hier nicht der Raum, wo man sagt, oh, das Ego ist böse, müssen wir abschaffen. Okay? Sondern das Ego ist gut, das brauchen wir. Das Ego ist das, was uns ein Gefühl gibt für das bin ich und das bin ich nicht. Diese Differenzierung lernen wir über das Ego. So, jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, den ich zu Hause liegen gelassen habe. Ein sehr kritisches Thema in der gesamten Therapielandschaft, in allen Ansätzen von Therapie und Coaching ist immer, wie gehe ich mit Schmerz um? Wir haben in unserer westlichen Kultur eine lange Tradition davon, dass Schmerz etwas Schlechtes ist und dass Schmerz weg muss. Wir haben kaum Ansätze in unserer westlichen Kultur, aus den letzten 200 Jahren, der Schmerz integriert als etwas, was notwendig ist, um sich entwickeln zu können und um Wunden heilen zu können. Ja, unsere moderne Medizin ist in erster Linie eine riesiger Schmerzunterdrückungs- und Verhinderungsapparat. Das bedeutet aber, Schmerz, der auf der Körperebene stattfindet, den kann ich nur dadurch unterdrücken, indem ich diese Ebene von der Ebene und der Ebene trenne. Das heißt, der Schmerz ist zwar da, aber ich nehme ihn nicht mehr wahr. Die meisten Psychopharmaka oder Schmerzblocker und so weiter operieren so, dass sie im Grunde die Signale, die der Körper von unten hochschickt ins Gehirn, einfach blocken. Das heißt, die Signale sind immer noch da, aber sie werden nicht mehr wahrgenommen. Die Leute sagen, oh, ich habe keine Schmerzen mehr, aber in Wirklichkeit spüren sie sich einfach nicht mehr. Die Spüren wird gekappt. Und diese Trennung, diese Spaltung zwischen dem Denken oder der bewussten Wahrnehmung und dem Körper hat sich nach meiner Einschätzung durch die gesamte bisherige Therapielandschaft der ersten und zweiten Welle hindurchgezogen. Wenn man sich die Therapieansätze anguckt, sind das einfach unterschiedliche Ansätze, wie man Schmerz vermeidet. Der Fachbegriff dafür sind Abwehrmechanismen. Also Mechanismen, die wir entwickeln können, um gewisse Dinge nicht zu spüren, nicht zu fühlen. Und denn der einzige Weg, Schmerz zu vermeiden oder nicht zu spüren, ist, dass wir den ganzen Teil des Spürens im Körper am Schmerz komplett wegblocken. Dann ist aber nicht nur der Schmerz weg, sondern auch alles, was damit verbunden ist, ist weg. Das Fühlen, das Bedürfnis, was da drin steckt, der Wunsch, der darin steckt, die Fähigkeiten, die darin stecken, die werden alle mit wegblockiert. Hat Vor- und Nachteile. Ist gut auf kurze Sicht, wenn man frei von Schmerz vielleicht klarer denken kann. Auf lange Sicht ist es ein Problem, weil wir immer mehr Teile von uns abspalten und fragmentieren.
Und auf meine Einschätzung sind alle Therapien mehr oder weniger darauf spezialisiert, diese Art von nicht in den Schmerz gehen zu perfektionieren. Zum Beispiel kann ich Schmerz dadurch vermeiden, dass ich eine liebevolle Beziehung suche. Ja, ich sage, ich gehe nicht in den Schmerz, sondern ich suche jemanden, der stattdessen im Grunde mich wertschätzt und mir sagt, dass er mich toll findet oder dass ich in Ordnung bin. Das ist zwar schön, aber das ändert nichts daran, dass es diesen Schmerz nicht mehr gibt. Und analysieren, Pläne machen über die Zukunft und so weiter, sind alles unterschiedliche Arten und Weisen, den Neokortex zu aktivieren und wegzugehen vom Körperempfinden. Okay? Das heißt, viele unserer Krankheiten, auch die Definition von Neurose, also neurotische Menschen, die Definition ist, Menschen, die weniger fühlen, als sie fühlen. Also die mehr nicht fühlen, als fühlen. Menschen, die abgeschnitten sind von ihrem Körper und abgeschnitten von ihrem Körper. Das ist Neurose. Und das ist interessant, weil die Therapien, wenn sie das unterstützen, im Grunde eine neurotische Konstellation unterstützen. Kann ich eins noch später auf eingehen, wenn es euch interessiert? Das ist erstmal nur so als Überschrift. Ja. Und was uns dadurch verloren geht, dadurch, dass wir immer mehr Schmerzerlebnisse wegdrücken müssen, ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Das, was am meisten leidet unter der Schmerzunterdrückung, ist unsere Fähigkeit, eine feine, differenzierte Wahrnehmung zu entwickeln. Ja, ist ja klar, wenn ich immer mehr abspalten muss, nehme ich immer weniger wahr. Und diese fehlende Wahrnehmungsfähigkeit sorgt dafür, dass wir auch immer schlechter sehen können bei anderen Menschen, wie gesund sie sind. Das heißt, wir akzeptieren immer mehr Verhalten und sehen immer mehr Verhalten in den Medien, die uns präsentiert werden, wo man vor 100 Jahren noch gesagt hätte, der ist ja völlig bedeckert. Ist ja völlig krank. Und wir sehen das und denken, oh, das ist eine spannende Unterhaltung, das ist ja eine lustige Unterhaltung. Ja? Warum? Weil uns die Wahrnehmung fehlt, die wir nicht denken können, die ist nicht konstruiert, sondern das Spüren davon, was ist gesund, was ist nicht gesund, was ist mit dem Körper verbunden und was nicht. Okay? Und damit sind wir im Grunde ebenso blind, wie wir uns das vielleicht fragen, wie konnten unsere Großeltern und Urgroßeltern so blind sein, wie Adolf Hitler, zujubeln. Ne? Wenn wir den heute hören, den Mann, das halten wir keine 5 Minuten aus, den Mann zu hören, wir denken, der ist ja völlig verrückt, der kann ja nicht mal langsamer reden, kann ja nicht mal ruhiger werden, der ist ja völlig. Aber früher hatte das passte genau in die Abspaltung der damaligen Zeit. Ja? Die konnten nicht spüren, dass da was nicht stimmt. Nur wir sind heute nicht viel besser, wir können zwar so jemanden erkennen, aber wir können nicht mehr erkennen, was Borderliner sind und wir können Narzissten nicht erkennen, weil das eben unser blinder Fleck ist. Weil wir eben unsere Wahrnehmung an der Stelle zu sehr blockieren. Und die gilt es freizusetzen. Ja. Meine persönliche Zusammenfassung von diesem Zustand, würde ich sagen, ist, dass wir in unserer Gesellschaft in einem konstanten Zustand von einer beginnenden Pubertät sind. Wir sind quasi nur so junge Teenager, denen die Orientierung fehlt, die irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, die wissen, wir wollen nicht das, was wir früher gemacht haben, was unsere Eltern und Großeltern gemacht haben, das wollen wir nicht. Aber das, was wir jetzt als nächstes wollen, das wissen wir eben auch noch nicht. Ne? Wir experimentieren eine Menge, aber der Grundzustand aus meiner Beobachtung ist vor allem eine unglaubliche Orientierungslosigkeit und die permanente Suche, woran kann ich mich orientieren? Und dann haben wir natürlich solche Phänomene wie Facebook und soziale Medien zu haben natürlich einen riesen Erfolg, weil die bieten quasi eine Pseudo-Orientierung an. Wenn man hat irgendwas, wo man sagt, die anderen machen es ja auch so, also mache ich es auch mit oder das ist vielleicht spannend oder das. Aber das Gefühl darunter ist, ich weiß nicht, wo ich meine Orientierung finde. Und das ist so ein klassischer Teenager-Zustand. So das Alte funktioniert nicht, das Alte wollen wir nicht, aber das Neue ist auch noch nicht klar. Und was damit zusammenhängt, mit dieser Disorientierung, ist ein zunehmender Realitätsverlust. Das ist als Teenager halt eben erlebt, aufgrund der Umschwünge und der Veränderungen auch im Körper, ist man verliert zwischendurch den Boden unter den Füßen, man weiß nicht mehr so ganz, wo links und rechts ist, man weiß nicht, was gut und schlecht ist, man weiß auch nicht mehr, was einem gut tut, was einem nicht so gut tut. Und diese Art von Realitätsverlust ist etwas, womit wir als Gesellschaft nach meiner Einschätzung mehr denn je gerade zu kämpfen haben. Wir haben auf der einen Ebene Leute, die unglaublich ideologisch und unglaublich konstruierte Gedankengebäude aufbauen, was denn gut wäre. Ja, wir müssten doch, mit unglaublich viel Ideen, die aber unglaublich wenig Interesse daran haben, wie die Realität aussieht.
gerade möglich? Wie sind denn die Menschen? Ja? Also die politischen Ideen und was wir alles machen müssen und die Ängste, die damit verbunden sind, die sind gigantisch. Aber dieses geerdet sein und zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was möglich ist, gucken wir mal, was sind die reale Lösungen, haben wir das Problem wirklich zum ersten Mal in der Menschheit und so weiter, das geht immer mehr verloren. Stattdessen hitzen die Leute sich immer mehr in irgendwelchen ideologischen Vorstellungen auf und das bekommt schon psychotische Züge. Es gibt Menschen, die dann auch sehr laut sein können, die mehr in ihren Fantasien und den Ängsten über die Welt leben, als in der Realität, was wirklich stattfindet. Ja, ich werde zum Ende meines Vortrags ein Beispiel dazu nennen. Wir haben es gerade aktuell mit dieser ganzen Klimaschutzhysterie, die überall ganz hochkocht innerhalb von Wochen. Ja, da haben wir schon so etwas wie eine Massenpsychose. Das heißt, Menschen bekommen Angst vor etwas, was sie real gar nicht erleben. Beziehungsweise vielleicht doch erleben, aber vielleicht nicht so, wie sie es glauben. Ja, da komme ich auch dazu. Also, jetzt komme ich zum Thema dritte Welle. Wie könnte eine Arbeit aussehen, die also nicht mehr in die Spaltung geht, die nicht mehr Körper und Denken trennt, die auch nicht mehr den, sagt der Fachmann, behandelt von außen und die auch nicht mehr von außen überhaupt irgendwelche Vorgaben macht, zum Beispiel zwischen krank und gesund. Ja, wir sind es gewohnt, das zu unterscheiden. Aber das sind ja alles nur Konzepte. Ja. Und die erste und wichtigste Logik, wenn ich versuche, quasi einen Raum zu öffnen, damit die Heilung von selber stattfinden kann, ist, dass ich alle Konzepte mal beiseite räume und mal gucke, was ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen irgendwie gut und stimmig oder nicht gut und nicht stimmig? Und der Hauptunterschied ist, es fließt oder es fließt nicht. Also in der Medizin gibt es das auch, also in der alternativen Medizin. Ein Zeichen für Gesundheit ist, wenn es fließt. Ein Zeichen für irgendwie Störung, Pathologie, Krankheit ist, wenn es nicht fließt. Ja, Stau, Blockade. Immer ein Zeichen dafür, dass was nicht stimmt. Und das ist bereits die Grundlogik der Prozessarbeit. Wir unterscheiden nur zwischen fließt es richtig gut, oder fließt es irgendwie nicht. Vielleicht fließt es gar nicht. Und wenn es nämlich nicht fließt, gibt es keinen Prozess. Ja, Prozess heißt, es gibt einen Fluss von Geschehen, von Veränderungen, der irgendwie weiterläuft. Wie der weiterläuft, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er weiterläuft. Letzte Woche habe ich einen Vortrag gehört von einer Leiterin einer Psychiatrie, die sprach darüber, dass sie sprach über die Depression als Krankheit. Ja, und dass man die behandeln kann und dass es Medikamente gibt und wenn man die nimmt, dann kann man diese Depression loswerden. Ja, das ist das Verständnis von Welle 1. Depression ist krank und da muss man was gegen tun und wenn man das gut macht und irgendwie Glück hat, dann kommt man da auch wieder raus und dann ist es auch weg. Ja, die Prozesslogik wäre völlig anders. Die Prozesslogik würde sagen, was an der Depression ist da, wo der Prozess läuft, wo es fließt und wo ist das, wo es nicht fließt. Und was passiert, wenn wir es einfach wieder ins Fließen bringen? Und dann merken wir, dass eine Depression viel damit zu tun hat, dass Menschen wenig atmen. Man kann nicht tief atmen und gleichzeitig depressiv sein. Geht nicht. Ja. Also entweder du bist depressiv oder du atmest. Wenn du jetzt deinen Atem wieder ins Fließen bringst, ja, dann wirst du merken, da kommen Gefühle hoch, mit denen du nicht anders fertig wärst, außer wieder zu unterdrücken, wieder aufhören zu atmen. Das heißt, da wird der Fluss von Ausdruck, von Gefühlen, von Wahrnehmung wird unterbrochen. Und damit kann man arbeiten. Aber nicht, wir schaffen nicht die Depression ab, sondern wir gucken, wie können wir einfach weiterfließen, wo ist die Blockade im Fluss, sodass sich der Organismus sich selbst wieder regulieren kann. In dem Fall werden wir feststellen, die Depression ist keine Störung, sondern die Depression ist nur ein Symptom davon, dass irgendwo der Fluss ins Stocken geraten ist. Und das hat wiederum einen Grund, und da kann man gucken und das kann man aufdecken. Nur die Grundhaltung ist, ich bin froh, dass die Depression sichtbar ist, weil wenn ich sie nicht sehen würde, dann würde ich nicht bemerken, dass der Fluss ins Stocken gekommen ist. Das heißt, wir werden dankbar für Symptome. Das ist in unserem westlichen Denken ziemlich schwer zu akzeptieren, dass wir sagen können, ich habe ein Symptom, es tut vielleicht sogar weh. Und es gibt einen Teil, der dafür dankbar sein kann, weil nur durch das Symptom komme ich zur Heilung. Und dazu gehört auch das Arbeiten mit Schmerz als ein Signal für Heilung. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch schneidet in der Küche mit dem Messer, erstmal tut es gar nicht weh. Erstmal denkt ihr, oh, ich bin geschnitten, du Mist. Ja.
Blutet vielleicht, kommt ein Pflaster drauf. Okay. Einen Tag später tut es sau weh. Warum? Ja, weil es jetzt heilt. Der Heilungsprozess ist verbunden mit Signalen von Schmerz, die den Körper signalisieren, pass auf, dass du da nicht drankommst, pass auf, dass du nicht weiter aufreißt, schützt das ein bisschen, schon das. Das gehört mit zum Prozess. Wenn ich das unterdrücke, dann kann es sein, dass es nie richtig heilen kann. Heutzutage im Fußball, also ist üblich, wenn die sich irgendwie verstauchen, die kriegen immer eine volle Eispackung aufs Knie oder irgendwo. Schon prophylaktisch, einfach so. Das ist das Stoppen von einem Heilungsprozess. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele gestoppte Heilungsprozesse wir in sich tragen, aufgrund einer Schockbefriedigung von Gewebe, dass es nicht schwillt. Ja, aber das Schwellen ist ein guter Prozess des Heilens. Der Körper weiß, was er tut. Und das passiert nicht nur im Körper, sondern auch in unserer Psyche. Wann auch immer wir einen Konflikt haben, können wir uns fragen, fließt es oder fließt es nicht? Und dann ist die Frage, wie kommen wir ins Fließen? Und dafür ist Welle Nummer 3, dafür ist die Idee von der bewusstseinsorientierten Prozesslogik, jemanden zu finden, der mir einfach nur hilft, wieder in den Fluss zu kommen. Und ich fließe dann auf meine Weise weiter und nicht so, wie der Fachmann es sagt. Es kann sein, dass wenn die Depression weiterfließt, dass ich plötzlich richtig, richtig traurig werde. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte funktionieren. Ich wollte mein Leben ist einfach meistern. Ich will nicht traurig werden. Ja, okay. Aber das ist da, wo das Leben lang fließt. Das heißt, Management bekommt plötzlich eine ganz andere Art von, also Management bekommt eher ein Erlauben und ein Zulassen und ein Neugierigsein, als ein Sagen, so muss es sein. Und wenn es nicht so ist, dann ist es falsch. Das geht nicht mehr. In der Prozesslogik ist, ich weiß nicht, was passiert. Wenn der Fluss fließt, fließt er. Es fühlt sich lebendig an, es fühlt sich gut an, es gibt unglaubliche Glücksgefühle, es gibt Bewusstseinszustände, die manche Menschen sich gar nicht erträumen können. Aber ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, so wie früher. Das heißt, ich muss quasi eine Art von Regulation, eine Art von Ausgleich in mir finden, wo ich Kontrolle nicht mehr brauche. Und da helfen die Elemente der Prozessarbeit. Das erste ist Vertrauen. Ich muss lernen, oder ich kann lernen, in den Fluss, in das Leben zu vertrauen. Das dauert ein bisschen, weil viele von uns eben dieses Vertrauen auf einer sehr, sehr frühen Ebene verlernt haben, wo es gebrochen wurde, weil wir nicht genug positive Erfahrungen gemacht haben, einfach so zu sein, wie wir sind. Wir wurden sehr früh schon von außen irgendwie so gemacht, oder verändert, wie die Umwelt uns haben wollte, statt so zu sein, wie wir aus unserem Inneren heraus sein wollen. Also, was wir wieder lernen können, ist, zurückzukehren zu einer inneren Stimme, der wir vertrauen können, die auch dann richtig ist, wenn sie sich komisch anfühlt. Erlebe ich häufig in Therapie, jemand fühlt was, was er bisher nicht gefühlt hat, und er sagt, das ist total ungewohnt, aber richtig gut. Oder es ist total ungewohnt, dass ich jetzt so nervös werde oder dass ich aufgeregt bin oder plötzlich wütend werde. Aber wenn ich frage, ist es stimmig oder nicht stimmig? Doch, doch, das ist stimmig. Das heißt, der Fluss fließt, aber anders als bisher. Und das können wir lernen. Wir können lernen, unser Bewusstsein zu halten, also unser Körper-Ego, unser individuelles Ego, unser Rollen-Ego, unser Beobachter-Ego, dass die alle da bleiben, während neue Dinge passieren. Denn das ist das, worum es geht. Wir behalten unser Ich-Gefühl. Das zweite in der Prozessarbeit ist, dass wir uns interessieren für Grenzen. Wir interessieren uns gerade für den Punkt, wo wir an eine Grenze kommen, wo wir nicht mehr wissen, oh, ich weiß nicht mehr, was ich da machen soll. Vielleicht erinnert ihr euch an die Situation in eurer Kindheit, wo ihr zum ersten Mal auf das 3 Meter Sprungbrett geklettert seid. Erst einmal, oh, 3 Meter, oh Gott, das ist plötzlich viel tiefer da unten, als ihr dachtet, ja. Und ihr krabbelt dann so langsam nach vorne und guckt. So, wenn ihr euch vorstellt, steht so ein kleiner Götz, der steht jetzt zum ersten Mal da oben und ihr steht da als Erwachsener da unten, was würdet ihr zu dem sagen? Was ruft ihr ihm zu, der Kleine oder dem Kleinen, wenn der da auf der Kante steht? Vorschläge. Du schaffst es. Spring, genau. Der Klassiker wäre, sagt der Vater, ja, was noch? Du schaffst es. Du schaffst das, ne? Das geht so in die Richtung von du springst, genau. Wie sagt man das? Gibt jemand, der sagen würde, wenn du nicht willst, kletter wieder runter? Willst du sagen? Okay, ja. Die Mutter, ne? Das ist ein gutes Beispiel
eine Grenze. Ja, ich stehe an diesem 3-Meter-Brett und ich bin jetzt an der Grenze. Das, was danach kommt, kenne ich nicht. Und das, es gibt vieles in mir, was sagt, mach keinen Schritt nach vorne, da ist kein Boden mehr. So, die Prozessarbeit würde jetzt folgendes sagen. Die Prozessarbeit würde jetzt sagen, bleib genau da, wo du bist. Und spür genau, was passiert. Spür, was los ist. Und dann sagt das Kind, boah, ich habe Angst. Und dann gesagt, spür die Angst. Sei ganz und verkörper die Angst ganz und gar. Und zwar ohne irgendwelche Vorhaben. Du musst nicht springen, du musst nicht rückwärts gehen, du kannst einfach dort bleiben. Sei einfach die Angst. Und dann, interessanterweise, passiert, wenn mir das interessant ist, irgendwann springt derjenige, aber ohne Angst. Und das ist ein ganz anderes Springen als dieses, okay, ich muss jetzt springen. Ja? Weil dann springt der Person nämlich mit Angst. Und dann passiert etwas sehr Interessantes, das kann man vielleicht bildlich so darstellen. Ein Teil von mir möchte nicht springen und ein Teil von mir zwingt mich trotzdem zu springen. Ein Teil von mir bleibt auf dem Brett da oben, ein Teil von mir wird immer noch oben stehen bleiben, weil er nicht springen will. Den werde ich im Moment abspalten von mir, weil der möchte ich ja nicht sein. Ich bin ja nicht der, der nicht springt. Und der andere Teil springt runter, dann habe ich einen Speicher. Dann lebe ich als eine gespaltene Persönlichkeit mit einem Teil, der gesprungen ist und einem Teil, der nicht gesprungen ist. Klingt jetzt sehr dramatisch. Ist aber etwas, was wir alle in kleinen Sachen immer wieder erlebt haben. Und das heißt, ich habe irgendeinen Teil in mir, der immer sagt, spring nicht, ja. Und ich träume vielleicht, ich träume nachts immer von Sprungbrettern, ne? Und immer davon, dass ich irgendwie da oben bin und nicht, ja. Also ein Schamane würde vielleicht sagen, ja, deine Seele ist gespalten und ein Teil deiner Seele ist im Wasser und ein Teil deiner Seele ist da oben auf dem Sprungbrett. Und die Prozessarbeit sorgt jetzt dafür, dass diese beiden wieder zusammenkommen. Indem du das, was da oben ist, verkörperst. Indem du es wieder zurückholst in den Körper und sagst, boah, ich habe Angst. Ich will nicht springen. Dann sag ich, ja, genau, du willst nicht springen. Verkörper denjenigen, der nicht springen will. Und dann irgendwann kann es sein, dass wir springen, aber wir springen ohne Angst. Und dann sind wir komplett. Dann ist da oben nichts mehr von uns und sind wir komplett gesprungen und sind im Wasser. Und das ist ganz anders. Okay, und das könnt ihr übertragen auf jede Situation, in der ihr an die Grenze kommt und automatisch merkt, boah, da will ich lieber nicht hin. Das mache ich lieber nicht. Ja. Und das passiert uns ständig. Und meistens merken wir es nicht, weil wir es gewohnt sind, nicht bis zur Grenze zu gehen und zu sagen, wow, jetzt habe ich aber Angst, sondern weil wir wissen, dass wir da Angst nehmen, machen wir vorher schon Bogen und gehen weg. Das heißt, wir leben in einem Raum, in dem unsere Grenzen sind und gedreht quasi außerhalb der Angstzone, um nicht in die Angst zu kommen. Und wir erfahren unsere Grenzen nicht und wir wissen nicht, was hinter den Grenzen ist. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, zu springen. Aber wir bleiben immer in dem, dass wir nur das fühlen, was wir kennen, in diese Komfortzone. Und die Prozessarbeit ist die Arbeit, die dich an deine Grenzen bringt, aber nicht nur so, du musst jetzt schon mal ordentlich, sondern die Prozessarbeit sagt, erfahre und spüre deine Grenzen, denn dann lösen sie sich auf. Die Grenzen lösen sich in dem Moment auf, wo wir sie bewusst erleben. Und dann tritt Neugier auf, und dann wird die Neugier stärker als die Angst. Und dann treibt uns die Neugier in eine neue Welt, und wir sind nicht verspannt, wir haben keine Angst. Das ist Prozessarbeit. Und es ist natürlich keine Reparatur, das ist nicht mehr die Haltung von, okay, da kommt jemand rein, der kaputt ist und der muss repariert werden, sondern das ist die Haltung von, da kommt jemand rein, der irgendwo in der Entwicklung stehen geblieben ist und der sich weiterentwickeln möchte. Das heißt, wir nehmen den organischen Entwicklungswachstumsprozess einfach auf und lassen ihn sich einfach neu entfalten. Das bedeutet, dass derjenige, der das begleitet, also jemand, der Prozessarbeit macht, nicht jemand ist, der viel weiß, und weiß, wo es angeht und sagt, du musst jetzt mal hier, ne, spring jetzt mal, du zählst mal bis 3 und dann, ne, hol mal tief Luft und dann springst du. Sondern das ist jemand, der nicht weiß. Sondern der sagt, ah, das ist ja interessant, du hast Angst. Wow, wie ist das, Angst zu haben? Das ist eine Haltung des Nichtwissens, ja, gegenüber dem Prozess und ist natürlich gut, möglichst viel zu wissen, damit man fähig ist, nichts zu wissen. Also einfach so ins Nichtwissen kommen wir auch nicht. Wir müssen eine Menge Wissen, eine Menge Erfahrung haben, um uns erlauben zu können, uns zurückzulehnen und sagen, ich weiß nicht. Jemand kommt und sagt, können wir hier in 3 Stunden meine Depression wegarbeiten? Und sagen, ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Das heißt, plötzlich ist der Fachmann kein Fachmann mehr, sondern der Fachmann ist ein professioneller Nichtwisser. Aber das ist ihr könnt euch vorstellen, welche Art von Souveränität und Mut das braucht, zu sagen zu können, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht, also ich kann es nicht machen und ich weiß es nicht. Also ich habe in meiner psychotherapeutischen oder Psychologen-Erfahrung, glaube ich, etwa 10 Jahre dafür gebraucht. Ich wollte immer erstmal wissen,
was sagt man, wie geht das, was passiert da, was muss man tun. Und irgendwann habe ich kapiert, dass die Momente, die dem anderen am meisten geholfen haben, waren die, wo ich die Mitarbeiter wusste. Wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, tja, dann weiß ich auch nicht. Und das waren die Momente, wo der andere plötzlich, wo etwas passiert ist, was ich damals noch nicht verstanden habe. Jetzt weiß ich, es ist eine Grenzerfahrung, also ist er an eine Grenze gekommen, an der er die Erlaubnis hatte, einfach nur er selber zu sein. In der Grenze. Übrigens, interessante Geschichte, das Wort Hexe, ja, Hexe, bedeutet, übersetzt, man weiß, die Frau, die auf dem Zaun sitzt. Ja, und der Zaun ist in der mittelalterlichen Symbolik die Grenze zwischen dem Garten, ja, der kultivierten Natur und der Wildnis. Der Zaun grenzt den Garten ab von der Wildnis. Die Hexe ist die Frau oder der Teil in uns, der auf der Grenze sitzt zwischen kultiviert, ne, bekannt, Komfortzone und Wildnis und wir wissen nicht, was da los ist. Ja? Also da macht das die Sache mit Hexenverfolgung, ne, Hexenverbrennung macht ganz anders Sinn, wenn man sich das vorstellt, dass wir auch in uns eigentlich eine permanente Hexenverbrennung haben, weil wir keinen Kontakt oder wenig Kontakt haben zu der Person in uns, die auf dem Zaun sitzt. Ja? Und auf dem Zaun sitzen ist Prozessarbeit. Und dann kriegt man plötzlich Lust auf Wildnis und dann ist sowieso alles verloren. Und das bekommt dann also nicht mehr so die Vorstellung von Reparatur, sondern es bekommt eher, ich sage das gerne, wenn Leute mich fragen, was machst du eigentlich? Ich bin so eine Art Geburtshelfer. Ja, ich helfe natürlichen Prozessen in die Geburt. Und was dann da rauskommt, ist nicht meine Verantwortung, ich weiß nicht, was kommt, aber ich helfe, dass es gut rauskommen kann und auch komplett rauskommt. Ja, also eine Art Geburtshilfe der Seele, würde man vielleicht sagen. Und das führt dazu, dass Therapie, also das, was ich jetzt immer noch Therapie nenne, aber bitte nicht verwechseln mit dem, was sonst Therapie genannt wird, aber Therapie als Hilfsprozess, als Unterstützungsprozess, ein Lernprozess wird. Ich persönlich glaube, dass die meisten Menschen, die zu einem Coach gehen oder zu einem Therapeuten gehen, eigentlich etwas lernen wollen. Die gehen dahin, auch wenn ihnen das nicht bewusst ist, aber die wollen irgendetwas lernen und sie gehen zum Fachmann, weil sie die Hoffnung haben, dass der es ihnen beibringen kann. Und wenn ich dann jemanden vor mir sitzen habe, der im Grunde nur sagt, ja, sie sind depressiv oder sie sind sehr traurig und das sind wir einfach nur damit. Wenn das dabei bleibt, dann lerne ich nicht viel. Dann lerne ich zwar, okay, da kann ich bei dem dann meine Gefühle fühlen, aber im Grunde kommen ja viele, weil sie sagen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, ich würde gerne lernen, damit umzugehen. Und zwar auf eine bessere Art und Weise. Ja? Nicht mehr weglaufen, nicht mehr wütend werden, nicht mehr auf den Tisch hauen. Ich würde gerne auf eine andere Weise lernen, damit umzugehen. Und das bedeutet, dass Therapie so eine Art Unterricht wird. Und das ist etwas, da stehen dann die humanistischen Psychologen, stehen die Haare zu Berge. Und sagen, nee, aber nicht einmischen. Du kannst doch nicht beim Klienten einmischen und dem auch noch was beibringen. Ja, der muss sich doch frei entfalten können. Das ist ja so Unsinn. Kinder entfalten sich auch nicht frei, indem man sie in Ruhe lässt, sondern indem man ihnen hilft, etwas zu lernen. Ja? Wie lernt ein Kind, Schuhe zuzubinden? Ja? Doch nicht, dass man es mit Schuhen alleine lässt und sagt, irgendwann wird es schon entdecken, wenn man die Schuhe zubindet. Nee, das Kind will lernen, guck, wie man die Schuhe zubindet. Und dann wird es das Therapie ist nichts anderes, als diese Fähigkeit zu lernen, der Kindheit aufzugreifen und zu gucken, ja, was musst du lernen, damit dieser Konflikt oder dieses Problem in deinem Leben kein Problem mehr ist. Und das ist eine ganz andere Haltung als in der Therapie, wo man sagt, oh, sie haben in der Kindheit was ganz Schwieriges erlebt, die sind traumatisiert, boah, da müssen wir mal arbeiten, wir müssen mal gucken, ob sie das hier vielleicht auflösen können. Ja, das ist, oh Gott, ist es schlimm? Ja, es ist sehr schlimm. Es ist schlimmer als denken. Weil sie das auch gar nicht fühlen können. Ja, sie können ihr Trauma gar nicht fühlen. Wenn sie das fühlen, boah, sieht es. Ne? Und dann habe ich einen falschen Ansatz. Aber ich kann auch sagen, okay, was müssten sie lernen, damit das Problem kein Problem mehr ist? Zum Beispiel lernen, Gefühle zu fühlen, lernen, Gefühle auszudrücken, lernen, mich selber zu spüren, meine eigene Richtung zu spüren, meine Grenzen wahrzunehmen und so weiter, mich zu erden. Das kann man lernen. Vorausgesetzt, dass man weiß, wie. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir Therapie sagen, drei Prozesse, die wir Therapie nennen. Das erste ist Lernen, habe ich schon gesagt. Ich lerne etwas Neues. Das zweite ist, ich löse eine Blockade auf. Wir bringen einen gestoppten Fluss ins Fließen. Das Auflösen von Blockaden und ins Fließen kommen. Und der dritte Prozess ist das, was ich Heilung nenne.
Heilung heißt, ich fange an, dem Schmerz zu folgen. Heilung bedeutet, ich höre auf den Schmerz und lasse den arbeiten. Das ist da, wo der Fachmann oder der Therapeut überhaupt nichts mehr machen kann. Kann nicht mehr deblockieren, kann auch nicht mehr unterrichten. Das ist nur noch jemand, der dabei sein kann, während der Klient quasi lernt, auf seinen eigenen Schmerz zu hören, der den Weg leitet in die Heilung. Schmerz ist der Beginn oder das Anfangssignal von einem Heilungsprozess. Und dann ist Therapie nämlich ein tatsächliches Begleiten, ein Mitgehen und ein immer wieder Schützen und Zurückfinden in den Heilungsprozess. Aber Heilung kann nur stattfinden von innen. Heilung ist das, was von innen kommt. Weil der Körper weiß, wenn er sich geschnitten hat, wie das wieder zusammengebaut werden muss, damit es wieder, dass die Wunde geschlossen ist. Ja, das ist psychisch genauso. Wir wissen auch psychisch genau, wie wir sein müssten, wenn wir gesund sind. Und das brauchen wir von außen nicht zu lernen. Okay? Also wir haben drei Prozesse, die in der Prozessarbeit besonders wichtig sind. Ist Lernen, Deblockieren, also wieder in den Fluss kommen und Heilen. Und das bedeutet, dass der Therapeut eben unterschiedliche Rollen hat. Ein guter Coach, ein guter Therapeut kann Lehrer sein. Er kann jemand sein, der befreit, von Blockaden befreit und löst und Raum gibt für neue Experimente. Und schlag den Feind ins Gesicht. Ja, manche Leute trauen sich, haben sich noch nie in ihrem Leben getraut, mal richtig zuzuschlagen. Ja, und dann das zu befreien und zu sagen, trau ich. Fühlt sich gut. Da sind meine Schulterverspannungen weg. Super. Ja, das ist eine neue Erfahrung, das ist eine Befreiung. Und das Dritte ist eben nicht, dass er ein Heiler ist, sondern dass er jemand ist, der Heilungsprozesse begleitet. Gut. Was sind wir noch gucken, was so wichtig ist? Okay. Um durch diesen Prozess durchgehen zu können, also um die Fähigkeit zu haben, einem Prozess, einem Fluss zu folgen, ohne immer wieder zu blockieren und da auszusteigen, gibt es drei Grundkompetenzen, über die habe ich beim letzten Mal schon gesprochen, aber ich will die mal kurz wiederholen. Drei Grundkompetenzen, die wir, also auf denen quasi alle anderen unserer Fähigkeiten beruhen. Das sind die Fähigkeiten, je stärker die ausgebildet sind, desto stabiler und gesünder sind wir im Leben. Das erste ist die Fähigkeit der Zentrierung. Zentrierung heißt, sich selber spüren kann, mit der eigenen Wahrnehmung bei sich selbst bleiben zu können, egal was um mich herum passiert. Ich bleibe in meiner Wahrnehmung bei mir. Das heißt, ich nehme das Zentrum in mir wahr. Anderes Wort dafür Selbstgespür. Die zweite Fähigkeit ist Erdung, davon habe ich vorhin schon gesprochen. Das ist die Fähigkeit, mit der Realität in Kontakt zu bleiben und unterscheiden zu können zwischen meiner Einbildung, meinem Kopfkino, meinen Illusionen, meinen Fantasien, meinen Träumen und der Realität, wie sie hier ist, wie wir sie untereinander teilen können. Wenn ich jetzt davon spreche, dass ich hier ein komisches grünes Walross im Raum sehe und das dann anfange zu beschreiben und dann merke, dass ich Angst habe und nicht mitkriege, dass das für euch gar nicht sichtbar ist, dann bin ich völlig aus der Erde raus. Ich habe keinen Kontakt zu unserer Realität. Und das passiert sehr schnell, das kennt ihr alle, dass ihr mehr in Plänen und Gedanken über eure Zukunft seid, als im Hier und Jetzt spürt, was eigentlich jetzt gerade los ist. Und ihr merkt dann plötzlich, dass eure Pläne viel zu weit in der Fantasie waren und dass es noch gar nicht klar ist, ob es überhaupt geht. Ja. Besonders beliebt das Spiel in Beziehungen. Ja. Ich glaube, ich kenne meinen Partner, ich weiß, wie er ist. Ich habe ein Bild von ihm und bin nicht mehr fähig zu sehen, dass er anders ist oder sich verändert hat. Ja, weil ich zu sehr in meiner Vorstellung von ihm bin, als in der tatsächlichen Wahrnehmung, wie er tatsächlich ist. Das ist wenn man eine gut geerdete Beziehung hat, ist das besser, weil man sieht sich immer real, so wie man gerade ist. Ja, kann man sich jeden Morgen aufwachen und denken, oh, das ist cool. Ja. Ich habe ja keine Vorstellung von dir. Was machst du denn in deinem Bett? Das ist total. Habe ich mich auch gerade gefragt. Ja. Und Abgrenzung ist die Fähigkeit, eigene Grenzen zu spüren und zu halten. Ja, ich habe vorhin von der Haut gesprochen. Die Haut ist die Grenze unseres Körpers. Es gibt energetische Grenze, die Grenze unseres Bereichs, in dem quasi unsere Aura oder unser Energiefeld ist. Ja, auch da kann ich reingehen. Wenn ich jetzt bei den Zellen hier reingehe, dann fängt sie an zu spüren, ich bin in ihrem Bereich, ne, oder sie in meinem.
obwohl wir uns noch gar nicht berühren. Diese Grenzen spüren und aufrechthalten zu können, ist extrem wichtig für unsere Integrität. Wenn ich keine Grenzen habe, dann ist es schwer, mit mir in Kontakt zu gehen. Ja, dann weiß man nicht, wo ich anfange und wo ich ende. Ja, auch ein klassisches Beziehungsthema, dass in den Beziehungen Grenzen fehlen, also Abgrenzung fehlt, und dann verschmilzt man stattdessen. Ja, man weiß nicht mehr, was man selbst und was der andere ist. Man hat das Gefühl, man braucht den anderen, um selber ich selbst sein zu können. Und dann ist der andere weg und dann hat man das Gefühl, jetzt ist man selber weniger. Ja, das ist ein Verschmelzungsphänomen. Und Abgrenzung heißt, ich kann klar spüren, was ich bin und ich bin vollständig und der andere auch und dann kann ich aber in Kontakt gehen. Der Kontakt braucht Grenzen. Der Clou bei der ganzen Sache ist, dass die bisherigen klassischen Therapien, Welle 1 und Welle 2, erstens damit nicht arbeiten. Also, das sind Therapien, wenn man sich die genau anguckt, die arbeiten wenig mit Zentrierung, ein bisschen. Das sind kommen langsam, weil sie die Körper kennen, aber wenig. Mit Erdung ist schwierig für viele, weil sie mehr im Denken und im Analysieren und darüber sprechen sind, als im tatsächlichen Wahrnehmen. Und Abgrenzung ist ein Thema, was in den meisten Therapien fast überhaupt gar nicht vorkommt. Und das Entscheidende dabei ist gar nicht so sehr, was in der Therapie bearbeitet wird als Thema, sondern das Interessante ist, was hat der Therapeut gelernt? Also was kann der Therapeut als Person für sich? In den Ausbildungen, ich würde mal behaupten, die meisten Ausbildungen ungefähr kenne ich, die großen Ausbildungen für Therapeuten, was in denen gemacht wird, kommt das auch nicht drin vor. Ich kenne eine Reihe von auch jungen Therapeuten, die gerade in der klassischen Ausbildung sind, die lernen das gar nicht. Und das ist das, was ich kritisch sehe, denn meine Erfahrung ist, dass wenn der Therapeut das hat und kann, das erleichtert den Prozess ungemein, weil zum Beispiel Übertragungsphänomene und Projektionen viel weniger stattfinden. Wenn der Therapeut gar nicht erst anfängt, eine Verschmelzungsbeziehung aufzubauen, so wo der Klient nicht mehr so genau weiß, ob er für den Therapeuten da ist oder für sich selber, das erleichtert den Prozess, weil der Klient immer wieder bei sich bleiben kann und merkt, der Therapeut ist für sich, das ist die Person für sich und ich bin hier und ich kann an mir arbeiten. Das klingt sehr selbstverständlich, ist es aber leider nicht. Also die Geschichten, die ich immer wieder zu hören kriege von Leuten, die lange in Therapie waren, sind eher gruselig an der Stelle, weil irgendwann überhaupt nicht mehr klar war, wie die Beziehung zwischen Therapeut und Klient dann wirklich eine Beziehung mit einem richtigen Knoten miteinander. Und dann ist es meistens eben ein Riss und dann auch jetzt reicht, das gehe ich nicht mehr dahin, aber es ist trotzdem irgendwie nicht gut. Und diese drei Grundkompetenzen wären für mich die Basis für eine körperorientierte Prozessarbeit, egal ob Coaching oder Teamentwicklung oder was auch immer, ist, dass man erstmal das macht. Denn wenn das nicht da ist, kann man alles andere eh vergessen. Ich kann nicht wirklich in Kontakt gehen, wenn ich mich nicht spüre, wenn ich nicht mit der Realität in Verbindung bin und wenn ich mich nicht abgrenzen kann. Ja, und Kontakt ist ja das Ding, was wir brauchen. Kontakt ist das Wichtige, das Entscheidende, wenn man sich im Austausch sein kann. Gut. Also diese drei Grundkompetenzen, achso, das wollte ich vielleicht noch sagen, diese drei Grundkompetenzen lernen wir über den Körper. Deswegen habe ich das hier als Körperbilder abgebildet. Wir haben das als Babys und als Kinder alle gelernt. Ja? Also wir alle haben mehr oder weniger davon, sonst wären wir jetzt nicht hier. Aber selbst wenn wir das verfeinern wollen, wenn wir merken, boah, immer wenn ich in die Situation komme, verliere ich mein Selbstgespür. Ja, Leute, die Burnout kennen, oder wenn die schon mal in die Nähe von Burnout gekommen sind, die wissen, was es bedeutet, die Zentrierung, das Selbstgespür zu verlieren, den Realitätskontakt zu verlieren und die eigenen Grenzen nicht mehr wahrzunehmen. Ja, das ist im Grunde, wenn ich das nicht habe, habe ich im Grunde Burnout. Ja. Weil ich meine eigene Energie nicht mehr regulieren kann. Und lernen tue ich das über den Körper. Und über den Körper geht es unglaublich schnell, weil unser Körper davon gebaut ist, das zu lernen. Während wenn ich das versuche, jemandem mental beizubringen und zu sagen, ja, du musst dich, ne, jetzt konzentriere dich mal. Das ist es nicht, das ist was anderes. Ja, ich muss lernen, wie ein Kind von unten über den Körper aufzubauen, wie es sich im Körper anfühlt, sich selber zu spüren. Alles andere, also die Gedanken, was ich dann sagen kann, wie ich mit meinem Chef reden kann, wie ich mit meinen Mitarbeitern reden kann, wie ich in meiner Familie, das ergibt sich alles von selbst, wenn ich es einmal im Körper habe. Ja, das ist das Schöne an der Körperarbeit, dass wenn man es im Körper verankert hat, der Rest von selber entsteht und ich nicht noch zusätzlich gecoacht werden muss. Okay.
Jetzt komme ich mal, also das ist jetzt das Kapitel gewesen zum Thema, wie, was sind die Grundbausteine von Prozessarbeit? Wie sieht die Prozesslogik aus? Und wenn ihr dazu nachher Fragen habt oder ihr etwas vertiefen wollt, machen wir das nachher in der Fragerunde. Ich gehe jetzt mal zum Abschluss in meinen dritten Teil, nämlich mal ein bisschen, was brauchen wir in unserer jetzigen Gesellschaft, in unserer jetzigen Lebenszeit, worauf können wir fokussieren, um in eine gesunde Veränderungslogik zu kommen? Also was brauchen wir, um die zu stärken in uns? Ja? Also diese dritte Welle sozusagen in uns selber mitzumachen oder zu aktivieren. Ja? Das Erste, was mir auffällt, und das betrifft vor allen Dingen das Deutsche, glaube ich, sehr stark, ist, wir brauchen wieder die Fähigkeit zur Solidarität mit Stärke. Dass wir uns solidarisch fühlen können mit starken Menschen. Das ist etwas, was aufgrund unserer Geschichte über Bord geworfen wurde. Das letzte Mal, dass wir Deutschen als Nation stark mit also solidarisch waren mit Stärke, ist irgendwie nicht losgegangen. Da sind Sachen mit verknüpft worden, die nicht gut waren. Aber das war eine Stärke, das war gut. Es gab in der Zeit des Dritten Reichs immer noch eine große Ausprägung davon oder einen Wunsch zumindest danach, solidarisch zu sein und stark gleichzeitig. Das wurde dann, das ist ja im Grunde sowas wie ein Volkstrauma, ja, dieser Zweite Weltkrieg und was danach passiert ist. Und ich glaube, dass wir das immer noch in uns tragen, es ist aber ein Teil der westlichen Kultur, dass wir mehr und mehr anfangen, uns zu solidarisieren mit den Schwächen. Ja, wir verbinden Solidarität immer mit dem Wort, ja, mit den Schwachen. Wir müssen uns mit den Schwachen solidarisieren. Das ist auch nicht falsch. Der Punkt ist nur, wir dürfen nicht aufhören, uns auch mit den Starken zu solidarisieren. Wir machen das Gegenteil. Wir fangen an, Solidarität mit den Starken aufzugeben und zu kündigen. Das führt dazu, dass wir uns quasi einen Ersatz suchen, dass wir uns einen Ersatz suchen, dass wir uns Meinungsvertreter oder Parteien oder was auch immer, worüber jemand engagiert ist, suchen, die quasi stärker, also eine Stärke repräsentiert, eine Solidarität bildet, aber gleichzeitig nicht offen, weil sie sich als stark zeigt, sondern sich als Opfer stilisiert. Ja, das, was wir gelernt haben in den letzten 30, 40 Jahren, ist, je mehr du das Opfer spielen kannst, je mehr du eine Minderheit oder eine Schwäche darstellen kannst, desto mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommst du. Du bekommst mehr Aufmerksamkeit zu sagen, ich bin eine Minderheit, ich muss geschützt werden, ich bin bedroht, als wenn du sagst, ich bin stark, ich habe ein Projekt, ich will das machen, ich will das auf die Beine stellen, dann kannst du sofort anfangen. Das geht dir nur, oh, das ist noch schwierig. Ja? Aber wenn du dich in der Öffentlichkeit als schwach zeigst, kriegst du eine Menge Macht. Und dann kann man sein, weil du im Grunde sehr stark wirst, dadurch, dass du schwach spielst. Und das ist eine Form von Lüge und eine Form von so tun, als ob die gefährlich ist. Der Grund dafür liegt aus meiner Sicht auch darin, dass in dieser Triade zwischen Opfer, Täter und Retter, ja, es gibt so eine Beziehungstriade, einer ist das Opfer, dann ist ein anderer ist natürlich der Täter, einer Bösewicht, und dann gibt es den Retter, der rettet das Opfer. Wir im Grunde nicht mehr die Wahl haben, wo welche Stelle wir besetzen wollen, weil die Täter sind immer die Bösen, ne, bei uns. Hat sich ja gezeigt in der Vergangenheit. Die Retter sind die anderen. Ja, also Retter dürfen wir auch nicht sein, die Retter würden wir ja, also Retter sind auch vorbei, bleibt uns das Opfer. Das heißt, wir sind auf der Opferposition irgendwie festgenagelt und haben eine unglaublich raffinierte Weise entwickelt, quasi über das Opfer an Macht zu kommen. Über das sich gerieren als schwach. Also, was ich glaube, was wir wieder entwickeln müssen, ist die Fähigkeit, uns solidarisch zu fühlen mit Starken. Mit Leuten, die vielleicht sogar stärker sind als wir selbst. Statt zu sagen, oh, die kommen alleine zurecht, ja, die sollen mal ihr eigenes Ding machen, zu sagen, hey, es ist gut, sich mit denen zu solidarisieren. Ja, das Wort Solidarität kommt von solide, das heißt eine feste gemeinsame Basis haben und bedeutet so viel wie gemeinsame Werte haben. Ich bin solidarisch mit denen ich gemeinsame Werte teile. Das andere ist Mitgefühl oder Barmherzigkeit. Ich kann nicht solidarisch sein mit einem Bettler oder mit jemandem, der schwächer ist als ich, mit dem ich kann dem helfen, ja, aber das ist nicht Solidarität. Nicht unbedingt. Ja, da müssen wir gucken, dass wir den Begriff richtig ernst. Das zweite, was wir lernen müssen und was sich aus der Prozesslogik von selbst entwickelt, ist die Fähigkeit, Gegensätze stehen zu lassen. Gegensätze gelten zu lassen. Und da kommen wir zu dem Thema Polarität. Wenn wir Gegensätze stehen lassen, dann der eine will nach links und der andere will nach rechts. Nicht zu sagen, ah, der ist böse und der ist gut, ja, sondern zu sagen, okay, wir haben einfach
zwei Polaritäten. Wir haben links und rechts. Und wir können jetzt zwei Dinge tun, wie normalerweise. Entweder wir versuchen, einen rauszuschmeißen und sagen, der ist schlecht und gehen dann zu der einen Seite, dann friert die Polarität quasi einfach zu ein. Oder wir versuchen, naja, Kompromiss, wir gucken mal, vielleicht können wir ja so eine Art links-rechts, so eine Art Lyrik machen. Ja? Oder so, ne? So zusammen. Dann kommt es zusammen und dann ist es weder links noch rechts. Ja? Das machen wir häufig. Was es aber noch als dritte Lösung gibt, die wir vergessen haben, auch in unserer Diskussionskultur, ist, die beiden Polaritäten zu steigern. Also rechts zu gucken, was ist die Essenz von rechts, was ist die Essenz von links und was bilden die, wenn die in ihrer Essenz zusammenkommen. Ja, das ist der Begriff der Steigerung, den hat vor allem Goethe in seinen Schriften sehr stark ausgearbeitet. Das ist die Idee, Polaritäten zu fördern. Ja, und eine der Grundpolaritäten, in der wir heutzutage große Schwierigkeiten haben, ist männlich und weiblich. Mann und Frau. Ja, das heißt, mittlerweile ist ja so weit, dann gibt es ein drittes Geschlecht oder ein viertes, fünftes, sechstes. 43 sagen manche, ja, du kannst dir aussuchen oder man weiß es nicht, was man ist. Du kannst heute entscheiden, was du sein willst oder morgen. Ja, also eine völlige Orientierungslosigkeit. Aber eigentlich gibt es immer noch diese Polaritäten. Es gibt immer noch das Männliche und das Weibliche. Wir wissen wirklich, was das ist. Okay, aber irgendwie besteht das Universum aus diesen Polaritäten. Yin und Yang. Ja. So, jetzt können wir zwei Dinge tun. Wir können die zusammennehmen und sagen, naja, einige sind die ja gleich. Einige sind Männer und Frauen, die ja, dann verschmelzen die und kriegen. Wir können die aber auch steigern. Wir können auch gucken, wie können wir das Weibliche noch ins Weibliche noch vertiefen? Wie kann das Weibliche gesteigert werden? Wie kann das Männliche gesteigert werden? Und was passiert, wenn die sich dann in der Steigerung begegnen und sich nicht auflösen? Sondern wenn wir die Spannung von männlich und weiblich aufrechthalten und dann etwas Drittes Neues kreieren, was nur entstehen kann, wenn die beiden zusammenkommen. Die Natur weiß das. Die Natur weiß, dass sie nur so Kinder zeugen kann. Die Eizelle bei der Frau und die Samenzelle des Mannes sind extrem Formen des Lebens, die für sich allein noch nicht mehr überlebensfähig sind. Die Eizelle ist extrem, was auch immer, sagen wir weiblich. Ja. Die Samenzelle ist extrem männlich. Die Samenzelle ist im Grunde nur ein DNA-Strang mit dem kleinen Schwanz dran, ganz reduziert, ja, ja, kann unter normalen Lebensbedingungen kaum überleben und ist hochspezialisiert auf eine Sache. Und die Eizelle ist eine winzige DNA mit einem riesen aufgeblasenen Kugel drumherum mit Zellflüssigkeit. Ja, und die kann sich noch nicht mal alleine bewegen, so groß und dick ist die. Und die würde sogar alleine platzen, wenn da nicht Zellen und Rot wären, die sie immer wieder schützen und ernähren. Ja, also zwei Extreme. Ja. Eine Eizelle ist extrem weiblich, sage ich jetzt mal. Und die andere Samenzelle ist extrem männlich und die kommen zusammen. Und das muss sein, damit ein neues Kind entstehen kann. Die Natur weiß das. Und wir haben das so ein bisschen vergessen. Ja. Mein Vorschlag in der Prozessarbeit, kommt das auch häufig vor, ist, dass man sich die Gegensätze erstmal anguckt und erstmal übertreibt. Dass man die mal stärker macht. Ja. Das bisschen Wut, mal noch mehr Wut. Ja. Oder der sagt, ich will nicht kämpfen, ja, ich will nicht niemandem was Böses tun, ja, dass man den auch mal übertreibt. Was ist denn das Extrem davon? Ich will nichts tun. Und dann entdeckt man plötzlich, dass wenn man ins Extrem geht, dass man plötzlich eine neue Lösung entdeckt, in der die Extreme zusammenfinden und einen neuen Weg erzeugen. Und das haben wir in unserer Gesellschaft, wo wir im Grunde uns nur verhärten in die Diskussion und sagen, ja, das Böse, das Böse, und ich mit dir rede ich nicht. Ja. Ja. Wir haben diese Steigerung verloren. Und das meine ich auch für uns persönlich und uns selbst. Und eine wichtige Technik oder ein Prinzip in der Prozessarbeit nennt sich Amplifikation. Amplifikation heißt, das, was da ist, steigere ich. Und ich steigere es so lange, bis es umkippt in was anderes. Ja. Beispiel, jemand raucht und sagt, ich will aufhören zu rauchen. Ja. Der Klassiker ist, rauchen, nicht rauchen. Ja. Jetzt kommt der Nicht-Rauchen-Wollen und sagt, hör auf zu rauchen. Ja. Und dann sagt der Raucher, oh, ich will eine Zigarette haben. Ja. Und dann kämpfen die gegeneinander und irgendwann sagt, ja, du bist böse, rauchen ist schlecht, hör auf. Ja, und dann bleibt es immer in der Spannung. Was man aber machen kann, ist, man kann die Beine steigern und bei dem Teil, der rauchen will, steigern, rauch mal länger. Rauch mehr. Also im Moment rauchst du wie viel? Okay, 20 Zigaretten pro Tag. Wow, rauch mal 30 am Tag. Ja, auch erste therapeutische Aufgabe, 30 Zigaretten pro Tag. Was glaubt ihr, was mit dem passiert? Wenn der das, was er sowieso schon macht, noch steigert, dann wird ziemlich schnell merken, wie widerlich das Zeug sein kann, wenn er davon 30 Stück rauchen muss. Und dann kippt das Ganze und entgeht was Neues. Und das kann dann, dass er das ist nicht immer so einfach, aber im Prinzip ist es, dass man eine eigene Stimme entdeckt, die nicht mehr gegen das Rauchen kämpft, sondern plötzlich entdeckt, wow, eigentlich
will ich nicht rauchen, sondern eigentlich will ich was ganz anderes. Eigentlich will ich freier atmen. Oder eigentlich brauche ich mehr Pause. Das entsteht dann von selbst. Es kippt. Es kippt um in das Eigentliche. Dafür muss man dann den Mut haben, auch was zu steigern, was man normalerweise nicht so gern steigert. Aber das geht. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht ein paar Sachen abkürze. Das nächste mache ich aufgrund der Zeit nur ganz kurz in Form von Stichworten. Die Steigerung von Polaritäten von männlich und weiblich bezieht sich ja auf das Thema Sexualität. Die Sexualität ist ja im Grunde das Wissen darüber oder das Prinzip im Kosmos darüber, dass es das eine gibt und das andere und dass die Gegensätze sind. Und wenn die zusammenkommen, entsteht was Neues. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, trotz aller Aufklärung, die wir haben, und trotz aller scheinbar überall präsenten Sexualität, eigentlich den Zugang zur Sexualität völlig verloren haben. Nämlich den Zugang zu diesem Wissen über die Polaritäten, die sich in der möglichst großen Spannung begegnen müssen. Und dadurch kreativ und schöpferisch werden. Ja, man kann dadurch Kinder zeugen, aber es müssen ja nicht Kinder sein. Es kann ja auch Kunst sein, man kann kreativ sein, man kann Bewusstsein schaffen. Man kann neue Projekte in die Welt bringen, was auch immer, wenn man diese Polaritäten zusammenbringt. Und ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, Männlichkeit, also Männliches und Weibliches, überhaupt erst wieder neu zu entdecken. Und zwar nicht durch Konzepte und was es sein könnte und was wir gern hätten, sondern, und das ist ein wichtiger Teil der Prozessarbeit, indem wir wieder nach innen gucken, was ist denn das Ursprüngliche? Was ist das, was da war oder da ist, bevor ich in irgendwelche Ideen und Konzepte und Erfahrungen gegangen bin, was ist das, was sowieso die ganze Zeit da ist und ich übersehe es nur. Das ist übrigens auch das, was wir brauchen, um in Heilung zu kommen. Heilung ist die Fähigkeit, an das Ursprüngliche anzubinden und aus dem Ursprünglichen heraus sozusagen zu gucken, wie müsste es eigentlich sein, damit es gesund ist, damit es das ist, was es im Original mal sein sollte. Und ich glaube, dass die Sexualität eines der wichtigsten und auch konkret zugänglichsten Themen für unseren Alltag ist, um zu gucken, ob wir diese Polarität aushalten können. Wie sehr kann ich mich selber in meinen männlichen Teil reinfallen lassen und den repräsentieren, aber auch in den weiblichen? Und wie sehr kann ich diese Spannung aushalten in Begegnung mit jemand anderem? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen männlichen Teil gehe, wie viel kann ich von der Spannung aushalten, wenn mir gegenüber eine Frau ist, die in ihren weiblichen Teil? Uns wird in den Medien und in den Zeitgeist prägenden Kanälen immer wieder eingeimpft, dass es alles egal ist, alles nicht so wichtig und man weiß eh nicht, was männlich und weiblich ist und Konfusion, Konfusion, Konfusion. Das Einzige, was man dadurch macht, ist, man spaltet uns von unserem Ursprünglichen ab. Weil in unserem Ursprünglichen sind wir aus diesen Polaritäten entstanden. Und ich glaube, dass wir wieder in die Kraft kommen, wenn wir wieder in die Polaritäten kommen und uns das erlauben. Und ihr merkt schon an der Art, wie ich darüber spreche, ich spreche nicht über Sex. Also Sex ist quasi nur eine kleine Facette davon. Ja? Das ist etwas, was den ganzen Tag da ist. Ja? Das ist etwas, was wir in uns tragen. Und vielleicht der letzte Aspekt, der auch vielleicht sogar der wichtigste ist, Prozessarbeit hat immer eine Qualität von Spiel. Es hat immer eine Qualität von Spielen. Ja, wann ist das letzte Mal gewesen, dass du gespielt hast? Als Kinder spielen wir, ja, und dadurch, dass wir als Kinder spielen, lernen wir unglaublich schnell, unglaublich viel. Ja, wir lernen zum Beispiel Rollen, ja, die Rolle des Vaters, die Rolle der Mutter, die Rolle von Mama, indem wir sie spielen. Ja, das ist nicht so ganz ernst, wir wissen immer, dass es ein Spiel ist, aber wir probieren uns aus. Also spielen heißt ausprobieren, experimentieren, neugierig sein, Neues erkunden, offen sein für Fremdes und Neues. Und immer zu wissen, es ist ja nur Spiel, ich kann mir wieder raus. Also dazu gehört auch Gedankenspiele, sich Gedankenspiele erlauben, sich Beziehungsspiele zu erlauben, also in Beziehungen, in denen man fest eingefahren ist, zu erlauben, etwas Neues auszuprobieren und damit zu spielen. Also nicht im Sinne von, na, du musst jetzt mal mit der Frau reden, ja, du musst doch mal ein ernstes Thema ausmachen, sondern zu sagen, was ist, wenn du mit dem Thema anfangen würdest zu spielen, wie würde das aussehen? Und man wird entdecken, dass man nur durch den Spiel zur Ernsthaftigkeit findet, weil durch das Spiel können wir herausfinden, welche Möglichkeiten wir haben jenseits des Gewohnten. Und zwar auf eine Weise, die keine Angst macht. Spiel ist quasi das Gegenteil von Angst. Jemand, der Angst hat, kann nicht spielen. Jemand, der spielt, kann seine Angst auflösen.
Deswegen spreche ich auch gern von Spielraum. Ja, wir brauchen mehr Spielraum. Ja, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne, dass wir uns erlauben, mit den Dingen, die schon da sind, anfangen zu spielen und die nicht ernst zu nehmen, sondern selber damit ernst zu sein. Ein kleiner, ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Ja, wenn ihr Dinge zu ernst nehmt, könnt ihr nicht mehr spielen, aber wenn ihr ernst seid, könnt ihr damit spielen. Und vielleicht ist das ein gutes erstes Ende für heute über das Thema, was ich vorhin angekündigt habe, zum Thema gesellschaftliche Hysterien oder hysterische Themen. Können wir gerne nachher noch sprechen, wenn es euch interessiert. Wir gucken aber, was ihr noch wissen wollt. Aber ich würde gerne mit dem Thema Spielen und Spielraum hier erstmal enden, so quasi als Zusammenfassung von der ganzen Prozessarbeit, ne, von der Prozesslogik. Schlag vor, dass wir eine kleine Pause machen. Reichen uns 10 Minuten. Ja. Zum sich vielleicht was zu trinken holen, ein bisschen die Beine vertreten und um Viertel nach 20:15 Uhr treffen wir uns wieder hier und gucken, was wir noch an Themen haben.